da irgendwie auch nicht zu fahren immer, finde ich. Also, ich weiß nicht, ich müsste ja auch immer nach Hannover eiern. Das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wo musst du hin? Gar nicht so weit, ne? Nee, genau, in Hameln direkt, also das Oh. ist nicht so weit, da ist man da ruckzuck, aber wir sind da trotzdem dann irgendwie mit morgens fertig machen, Ja. frühstücken und so weiter, läffert sich dann ja doch zusammen und dann kann man da doch mal eine halbe, dreiviertel Stunde länger schlafen. Ja. So, wir sind jetzt aber auch schon live mit dieser Mega-Ankündigung. Hagen, ja, war ja großartig an der Stelle. Starten wir jetzt einfach ins Programm. Hagen ist wieder da, ich bin wieder da, das ist schon wieder Hallo. Donnerstag und wir haben heute mal wieder einen Gast und das ist der Moritz Mönckemeyer, der bei uns ist. Ich kenne den Moritz, weil ich schon die ein oder andere Kinder- und Jugendkonferenz mit ihm zusammen vorbereitet habe. Also er zeigt auch eine hohe Bereitschaft, in der Kinder- und Jugendarbeit mitzuwirken und einfach mal genau zu gucken, was wollen denn Kinder und Jugendliche eigentlich? Und darum soll es auch heute ein bisschen gehen, bei dem, was du in Hameln initiiert hast und was du da so machst. Also cool, dass du da bist. Aber erstmal, du bist auch im Homeoffice. Was machst du denn in deinem, außer der Politik und der Bereitschaft, dich einzubringen, was machst denn du eigentlich so normal? Genau, eigentlich bin ich aktuell Student, dualer Student der Betriebswirtschaftslehre und mache das mit einem großen Immobilienfinanzierer hier in Hameln zusammen und ist dann immer so ein Wechsel, 3, 4 Monate Uni, 3, 4 Monate Arbeit im Büro, beziehungsweise jetzt ist das Büro zu Hause. Ich glaube, ich war das ganze letztes Jahr, glaube ich, 3, 4 Mal in der Uni für die Klausuren und 3, 4 Mal im Büro. Sonst ist man den ganzen Tag zu Hause und was wir eben haben wir schon drüber gesprochen, man kann natürlich länger ausschlafen, aber so ein bisschen irgendwie mal einen anderen Raum, eine andere Luft schnuppern, gerade bei Arbeit, wäre, glaube ich, doch jetzt mal nach einem Jahr Pandemie doch mal was ganz Feines. Aber man kann damit jetzt so langsam ja umgehen. Ja, das Da stimmt. kann ich ja auch ein Lied von singen, ne? Also dieses, ich hatte ja nun ein Semester wenigstens auch in Hannover, da war ich dann irgendwie so, ah, oh, dachte ich so, studieren eigentlich ganz schön. Und dann hat man ja wieder irgendwie so als normaler Student knapp 2,5 Monate irgendwie frei. So, ne? Also du musst ja dann in der Zeit arbeiten, auch vernünftig. Oder ich weiß nicht, bei euch ist es vielleicht auch so, bei manchen ist das im Wechsel, also dass sie so einen Tag Uni, einen Tag Arbeit, aber manche haben auch so wochenlang Arbeit und Genau, wochenlang bei uns Uni. dann immer 3, 4 Monate im Block, Ja, genau, komplett ja. Arbeit oder Uni, genau. Ja, und ich dachte irgendwie so, schön in Hannover, so habe ich mich jetzt ein bisschen eingefunden ins Studium und dann, okay, dann machst du jetzt halt mal ein halbes Semester zu Hause, wenn jetzt das mit dem Corona muss ja jetzt mal sein. Oh ja, und dann ist man auf einmal dann doch irgendwie, jetzt sitze ich auch schon ein Jahr hier vor meinem Computer irgendwie und denke so, ja, so mal eine richtige Diskussion mit echten Menschen wäre auch mal ganz gut. Und so wie es aussieht, wird das nächste Semester ja auf jeden Fall auch noch online sein. Und ja, dann habe ich tatsächlich dann auch 3 Semester online verbracht. Und wenn ich dann noch im vierten Semester ein bisschen zumindest zu Hause sein müsste, dann wäre ich länger zu Hause als im Präsenzstudium. Das Und hätte ich auch nicht so gedacht. für uns geht es ja vielleicht noch, weil wir im ersten Semester noch ein bisschen vor Ort waren und die Kommilitonen kennengelernt haben. Aber für die ganzen, die jetzt im Sommer oder jetzt im Winter anfangen, ist das, glaube ich, nochmal ganz schwierig. Gerade wenn sie vielleicht in eine andere Stadt ziehen, eine eigene Wohnung dann Oh in einer ja. fremden Stadt Ja. haben und dann überhaupt gar keinen Anschluss finden, weil keine Uni, keine Einführungswoche und was weiß ich nicht alles ist. Das stelle ich mir ja auch nicht ganz ohne vor. Oh, ich muss ja auch ehrlich sagen, ich finde es am allerschlimmsten für die Abiturienten. Also auch im letzten Jahr war es ja schon richtig blöd und also weil das Abi war irgendwie so die wertvollste Zeit in meinem Leben mit den crazysten, verrücktesten Erinnerungen und dass das alles so wegfällt. Ich meine, ihr habt ja wohl auch noch ein cooles Abi erlebt und jetzt ist so, also Ja. oh, das tut mir echt so leid. Ach, naja. Ja, Moritz hat ja auch am AEG Abi gemacht. Genau, ein Jahr vor dir. Wir hatten ja Genau. auch noch alles mitnehmen können, aber ich So. glaube, ab Jahrgang 20, weiß nicht, der Abiball und alles sonst was fällt ja alles weg. Ja. Und selbst wenn man das vielleicht einmal im Sommer nachholt, ist es dann ja doch nicht mehr das gleiche Gefühl, als wenn es normal stattgefunden hätte. Aber da haben wir ja noch Glück gehabt, Hagen. Ja, wir haben auf jeden Fall Glück gehabt. Wir konnten ja sogar beim letzten, bei der letzten Bundestagswahl war das, oder? Ja, kann es sein? Genau, Ja, die da haben wir, Podiumsdiskussion. genau, da haben wir die Podiumsdiskussion nämlich zusammen moderiert. Und wer hätte gedacht, dass wir beide dann auch so deep in die Politik abrutschen? Genau. Oh ja, gutes Bin ja Stichwort. doch Wir haben mit. gerade NDZ gelesen. Was ist da denn los, Moritz? Heute als Kandidat irgendwie gekürt für den Bundestag.
Also erzähl erstmal, was ist, also hat ja heute Genau. Schlagzeilen gemacht, was ist, Genau, ist wie ist eigentlich das schon ein bisschen passiert? später, die Mitteilung, aber wir haben gestern erst das Foto gemacht, gestern Ah, Abend, und okay. bevor das dann fertig bearbeitet worden ist und pressefertig gemacht worden ist, ist die Pressemitteilung dann erst heute mitgegangen, aber rausgegangen. Aber wir haben ja jetzt im September, am 26. September, die Bundestagswahl wieder. Und da haben mich die Kreisverbände von der FDP hier bei uns in Hameln-Pyrmont, in Holzminden und in Northeim, weil wir da einen großen Wahlkreis haben, die haben mich jetzt in den letzten Tagen zum Wahlkreiskandidaten hier nominiert gehabt. Muss nochmal förmlich durch eine Mitgliederversammlung dann im Frühling bestätigt werden. Aber ich sage mal, das ist jetzt eigentlich soweit alles fix, weil die Kreisvorstände ja schon mal das Votum abgegeben haben. Und genau, freue mich dann da jetzt für die FDP dann in den Wahlkampf ziehen zu dürfen, für die Bundestagswahl im Herbst und im Sommer. Und genau, in der NDZ habe ich es heute auch schon gesehen. Die haben schon online gestellt und ich denke mal, morgen früh wird es dann wahrscheinlich auch in der DWZ radioaktiv und was weiß ich Ja, nicht alles wahrscheinlich, wahrscheinlich wird gewesen das sein. quasi, wir haben quasi das erste Interview. Genau. Wahrscheinlich kommt radioaktiv morgen auf dich zu. Aber sag mal, wie ist das da, wenn du jetzt da aufgestellt bist? Da gibt es doch dann bestimmt auch so eine kritische, so kritische Altherren, die dann sagen, ist der nicht viel zu jung? Muss das jetzt? Also, wie, was hat man so Gefühl, gerade wenn es so ein großer Bezirk ist, der aufstellt? Oder hast du eigentlich damit gerechnet, dass du so gut dadurch huscht? Ja, so rechnen muss man natürlich immer, dass vielleicht noch mal irgendwie ein Gegenkandidat kommt, aber die Rückmeldung von der Partei und auch von den Vorständen waren wir sehr, sehr positiv, auch schon in den letzten Jahren. Ich bin ja schon ein paar Jahre lang politisch engagiert, wie Hagen ja auch. Er macht ja auch schon ein paar Jährchen Politik, zwar in einer anderen Partei, aber da kennt man sich dann doch immer auch politisch. Und genau, und da ist es, glaube ich, auch gerade bei unseren beiden Parteien, bei den Grünen oder bei der FDP, ist es, glaube ich, so, wenn da junge Leute hingehen und sich engagieren, dann wird das auch immer sehr, sehr positiv aufgenommen und dann kommt das auch immer sehr gut über. Und wenn man vielleicht in so einer Altherren-Hinterzimmerpartei wie die CDU oder SPD vielleicht das machen würde, da würden wahrscheinlich ein paar mehr Rentner den Hut in den Ring Okay, werfen. okay. Aber ich glaube, bei so jüngeren, dynamischeren Parteien ist das, glaube ich, kein Problem. Wie ist Und jetzt am das? Ende muss ein Parlament auch die Bevölkerung widerspiegeln. Und dementsprechend ist es ja auch wichtig, dass da auch junge Leute aus unserer Absolut, Generation da ohne sind, die auch Frage. die Anliegen der kommenden Generation und für die Zukunft, Klimaschutz, Generationengerechtigkeit und so weiter nach Ja, vorne genau. im Ja, Parlament das ist. tragen. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns beide irgendwie in die Politik getrieben hat überhaupt. Also ich hab immer das Gefühl, zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, waren hier junge Leute ja überhaupt nicht präsent in der Politik. Also überhaupt nicht. Und ich habe immer gedacht, so, das kann ja irgendwie auch nicht so angehen. Also ich hab das Demokratiekonzept anders mir vorgestellt. Also ich habe gedacht, Moment mal, wenn jetzt im Bundestag die jüngste Person da mit 26 reingekommen ist und die ist jetzt 30 zum Ende, dann sitzt da also eine ganze Generation überhaupt nicht drin, die aber wahlberechtigt auch sogar ist, ne? Also nicht mal, dass man ja unterstellen könnte, dass 14-Jährige auch schon politisches Interesse haben oder Belange haben, die sie wichtig finden. Ja, die sind ja überhaupt nicht repräsentiert, also von 14 bis 18. Und dann die von 18 bis 30 auch gar nicht repräsentiert sind. Das ist natürlich auch ganz übel. Und so sollte das nicht sein. Genau, auf jeden Fall. Und das war auch, wie du schon sagst, auch meine Intention, dann da seinerzeit in die Politik einzutreten, weil da hatte ich mir dann auch gedacht, man kann natürlich jetzt irgendwie schön daneben sitzen und denken, ach, das ist alles nicht so gut und die ganze Zeit nur meckern. Oder man nimmt irgendwie den Hut selbst in die Hand und kümmert sich dann darum, seine eigenen Ideen und die jungen Anliegen in die Politik zu bringen. Und genau, dann habe ich da auch so einfach so ein bisschen die Initiative ergriffen. Und was du auch gerade gesagt hast mit dem Bundestag, dass da auch hauptsächlich ältere Personen sind, das ist an der Kommunalpolitik noch viel, viel schlimmer. Wenn ich mir in Ja, Hameln absolut, absolut. angucke, das ist ja eher eine, was weiß ich, Rentner-Nebenbei-Beschäftigung, die Ja. nebenbei nochmal ein kleines Bier daneben trinken und ein paar Sprüche raushauen. Aber mit so richtig zukunftsgerichteter Politik für den Landkreis und für die Stadt Hameln hat das ja wohl eher weniger zu tun.
Du sag mal, sind deine Eltern eigentlich auch politisch? Also du hast die Frage mit deinem Ja, Bruder, die der ja irgendwie, ne, die, haben. das ist ja auch schon öfter irgendwie durch die Medien gegangen, Hat der auch leider bei schon der vor. Linken ist an der Stelle, wahrscheinlich, ja, natürlich ist er immer noch da aktiv. Wie kommt das? Also, oder was glaubst du, was hat euch als Brüder, sage ich jetzt mal, angetrieben, wirklich zu sagen, nee, wir machen was, wir bleiben jetzt hier nicht sitzen und schütteln irgendwie den Kopf zu dem, was andere machen, sondern wir wollen aktiv werden. Wahrscheinlich ist es bei dir ein anderer Weg als bei deinem Bruder, aber was meinst du, was war so ein Auslöser? Weiß nicht, gute Frage. Also so einen richtigen Auslöser weiß ich eigentlich auch nicht. Und unsere beiden Eltern interessieren sich zwar, sag mal, für das tagespolitische Geschehen und so weiter, haben auch ihre eigene Meinung dazu und sind da auch dabei, aber sind jetzt kein Parteimitglied oder sind jetzt irgendwo groß aktiv. Also Ja. meinte ich so der Standard, wie es in der Bevölkerung ist. Und ich glaube, das war bei uns beiden, bei meinem Bruder und mir, relativ ähnlich. Wir fanden irgendwo in der Schule das Thema Politik, Wirtschaft interessant, fanden das politische Geschehen interessant. Und dann ist es bei uns beiden irgendwo gekommen, dass bei ihm natürlich eine andere politische, anderer politischer Auslöser da war, aber dass irgendwo eine gewisse Thematik in Deutschland umherrschte. Bei mir war es zum Beispiel gerade die Bildung, dass es ja nicht sein kann, das merkt man jetzt gerade, dass die Bildung so undigitalisiert ist, dass es nach einem Jahr Pandemie immer noch nicht mit Homeschooling richtig funktioniert, dass es überall an Lehrermangel zum Beispiel oder Thema Umweltschutz zum Beispiel, das waren bei mir so die Auslöserthema. Und wo ich dann gesagt habe, ich gehe in die Politik, bei meinem Bruder waren es wahrscheinlich eher irgendwelche anderen Themen, die ich aber noch nicht so richtig zuordnen kann. Aber ich denke mal, da hat wahrscheinlich jeder irgendwo seine eigenen Themen, hat Hagen wahrscheinlich auch, wo er dann gesagt hat, da mit dem Thema gehe ich jetzt rein, weil da mein Interesse oder meine Anliegen besonders groß sind. Ja, wenn man da jetzt auf diesem Spektrum konservativ-progressiv guckt, ist natürlich schwierig. Also da würde ich die Linke und die FDP gar nicht so weit weg voneinander positionieren. Aber was so sozialistische und naja, also freie Marktwirtschaft, also Genau. Sozialismus und freie Marktwirtschaft, da seid ihr natürlich also ganz außen und ganz außen sozusagen, ne? Also das. Und unser Vater ist selbstständiger Unternehmer. Das ist dann nochmal Ja, jetzt nochmal dazu. so in der Mitte. aber wird geguckt, dass bei Familienfeiern, also jetzt vor Corona feiern, wo viele Leute, dass ihr möglichst weit auseinandersitzt, damit ihr halt irgendwie, wenn ein Bierchen getrunken ist, nicht irgendwie aneinander rasselt. Das passiert doch garantiert öfter, oder? Wie wird das gehandhabt? Meistens kennen wir schon die Diskussion und wenn man die dann irgendwie oder wenn die dann irgendwie aufkommt bei irgendwelchen Familienfeiern oder sonst auch zu Hause, dann gehen wir da schon eher so ein bisschen mit Humor und Spaß ran, Okay. ne, weil weiß ich, wir saßen ja auch schon bei mehreren Podiumsdiskussionen oder Veranstaltungen irgendwo nebeneinander und haben diskutiert und dann verlagern mal da die ernsthafte Debatte eher darauf und zu Hause geht es dann eher so ein bisschen humorvoller vor. Beziehungsweise gar nicht. So ist er im Hintergrund. Ist vielleicht auch Okay, besser ja so gut, dann. ja, also ich glaube, das ist an einigen Stellen wahrscheinlich wirklich, Genau, sonst wirklich kommen wir hier einfacher. einen gemeinsamen Nenner. Als wir dich eben gegoogelt haben, da ist ein, das kann, eigentlich glauben wir, du kannst es gar nicht sagen. Wir haben ein Bild gefunden von einem Eisbären in Rostock, der Moritz Nee. Mönckemeier heißt und für Klima demonstriert. Du Das hatte kannst. ich doch mal irgendwie gesehen, aber das bin ich Ach, nicht. Das muss ich schade, leider aber du kannst sein. natürlich auch Der jetzt ist dann. seit 1, 2 Jahren oder so im Internet kursiert. Weiß nicht, ich gucke auch immer mal, ob es über mich irgendwie neue Presseartikel gibt. Und weiß nicht, letzten Herbst war es, glaube ich, da hatte ich dann auch diesen Artikel da gesehen. Ostsee-Zeitung oder was das war, Moritz Genau, Mönckemeyer genau. ja, im Eisbärkostüm. Da dachte ich, ja, was ist denn das jetzt? Aber Aber der gehört nicht zu mir. das wäre auch der Knaller gewesen, weil der mit, da wärst du ja 15 gewesen, oder zumindest stand da der 15-jährige Moritz. Ich dachte, wie ist denn Moritz mit 15 in Schwierige Rostock? Was ist da denn los? Also ein bisschen, ja, interessante Wege, aber gut. Komm mal, Haken hintermachen. Das Thema ist quasi durch. Ja, alles Wisst ihr durch. gar nicht. Okay, aber du bist ja heute gar nicht hier, um quasi zu feiern, dass du, feiern ist relativ jedenfalls, Gratulation, dass du da nominiert worden bist in den Bundestag. Du verfolgst in Hameln gerade eine ganz andere Initiative, denn man hat jetzt im letzten Jahr aufgrund von vielen, vielen Online-Sitzungen auch das Gefühl, es ist ein bisschen politisch
in Hameln in der Jugendarbeit oder mit Jugendlichen etwas auf dem Weg, auch wenn es erstmal klein anfängt. Es ist doch so, dass sich eine Kerngruppe gebildet hat, die sagt, wir wollen gern mitmischen und mitreden. Wo bist du denn mit dran beteiligt quasi? Ganz genau, der Ursprung war, glaube ich, im November oder Oktober letzten Jahr, wo wir gefordert haben, für Hameln ein Jugendparlament einzurichten. Das Problem hatten wir ja gerade schon thematisiert, dass die ganzen Parlamente völlig überaltert sind, gerade bei uns in der Kommunalpolitik, dass die Stimme der Jugend überhaupt nicht wertgeschätzt wird und Personen von 12 bis 17 Jahren ja ohnehin nicht die Möglichkeit haben, in Parlamente einzutreten. Und da hatten wir uns dann überlegt, das kann ja eigentlich nicht die Möglichkeit sein, weil man merkt ja besonders in den letzten 2, 3 Jahren, dass die Jugend in Deutschland und hier auch bei uns in Hameln, in Hameln-Pyrmont, sehr politisiert ist, wenn man an Fridays for Future denkt, wenn man seinerzeit an die Demonstration zum Artikel 13, zum Uploadfilter denkt, Polizeigesetz in Niedersachsen, da waren ja immer sehr, sehr viele Jugendliche dabei. Und auch bei uns hier vor Ort in Hameln gibt es ja auch viele Jugendliche, die sich politisch engagieren. Und da haben wir uns dann gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein, dass so viel politisches Engagement bei den Jugendlichen da ist, aber durch mangelnde Repräsentation im politischen System die Interessen gar nicht in die Politik kommen. Und da haben wir dann gesagt, wäre es ja eigentlich wünschenswert, wenn Jugendliche auch direkt mitentscheiden können, zum einen ihr Anliegen bündeln können, alle Jugendlichen eine starke Stimme haben und damit in die Hamelner Kommunalpolitik eintreten können. Und dann darüber hinaus im Idealfall natürlich noch ein Stimmrecht oder zumindest ein Rederecht in den Stadtratssitzungen und in den Ausschusssitzungen haben. Und mit der Idee sind wir dann nach draußen gegangen, hatten dann auch Absprache mit den anderen Jugendorganisationen hier in Hameln, zum Beispiel auch mit dir, Hagen. Und da war auch durchweg das Feedback positiv, dass die Initiative gut gestartet ist. Parallel gab es dann auch noch 2 Jugendliche, die dann auch das Jugendparlament gefordert haben, die da auch eine Instagram-Seite gemacht haben. Und dann hatte sich das alles einfach so ein bisschen, ja, ist den Gang gelaufen. Man hat sich zusammengefunden und dann hat sich jetzt, ich sag mal, so eine Aktionsgruppe gebildet, die jetzt nochmal konkret daran arbeitet, wie so ein Jugendparlament aussehen könnte, wie das konkret eingeführt werden kann. Und dann sind wir, ja, beste Hoffnung, dass wir dann ab Herbst ungefähr dann auch offiziell ein Jugendparlament in Hameln haben und das dann auch politisch durchgesetzt wird, der Stadtrat das bestimmt und die dann wirklich auch mitreden können. Ja, da hoffen wir mal darauf, dass der neue Stadtrat, denn es wird ja dieses Jahr auch gewählt, Genau. dann auch das Interesse hat, sich da zu positionieren, zumindest die Leute, die da rein wollen. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich bin den oder die, weil die das wollen. Und das ist besonders interessant, weil ja Kommunalwahl auch ab 16 ist. Und Ja, ja. nicht erst ab 18, sondern da kann man auch ein paar junge Leute mitnehmen und da wächst die Wählerschaft noch um ein paar tausend mehr. Und das ist natürlich dann auch, glaube ich, ganz cool, wenn man weiß, dass man jetzt wirklich eine Möglichkeit hat, auch was zu verändern. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich. Und es gab ja parallel zu dieser Aktionsgruppe mit dem Jugendparlament, gab es ja auch noch die Kinder- und Jugendkonferenzen, die ja immer von der Stadt Hameln ausgerichtet werden. Da hattest du ja, Silvia, am Anfang auch schon drüber kurz berichtet. Und die findet ja auch schon immer einmal im Jahr statt. Mit 30, 40 Jugendlichen sind es immer. Und auch da merkt man ja, dass viele Jugendliche wirklich engagiert sind, ihre Ideen mit einbringen und die Ideen entwickeln. Und die Resonanz von den Kinder- und Jugendkonferenzen war ja auch immer wirklich sehr gut. Das Problem, was wir nur gesehen haben, ist, diese Konferenz ist nur einmal im Jahr, einmal irgendwann im Herbst und danach sind dann irgendwo die Ideen mal auf Papier gebracht worden, aber die versanden irgendwo. Und wenn die vielleicht mal an die Politik kommen, wird damit nicht weitergearbeitet. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch für die Jugendlichen ein ganz, ganz schlimmes Signal, wenn die da ihre Zeit reinbringen, wenn die ihre Ideen mit Okay, auf einbringen jeden, bei auf so einer jeden. Jugendkonferenz und dann überhaupt nichts passiert. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass jetzt irgendwo ein Jugendparlament eingesetzt wird, damit auch wirklich diese Ideen der Jugend nach vorne getragen werden können. Ich bin ja nun schon seit Jahr und Tag irgendwie im Vorstand des Stadtjugendringes oder im Kreisjugendring, das ist ja auch alles total lax.
Ich finde es natürlich, sonst würde ich auch die Kinder- und Jugendkonferenzen nicht so eifrig mitplanen. Das ist das wichtigste Gut, was wir haben, dass Jugendliche mitpartizipieren können an dem, was in einer Stadt passiert und einfach mitbewegen können. Und das ist ja auch, dass, wenn Jugendliche reden, dann ist ja auch, dann machen die Politiker schon die Augen auf. Es ist ja nicht so, dass sie die Schranken zumachen, wobei man an der einen oder anderen Stelle eher das Gefühl hat, ja, das ist gut, dass ihr das sagt. Und also es ist manchmal ein bisschen weird so bei den Vorstellungen, die dann halt, wenn Ergebnisse von Jugendkonferenzen auch vorgestellt werden in Ratssitzungen oder so, es ist manchmal so, als holt man halt irgendwie die Ballettgruppe rein und dann geht die Ballettgruppe wieder raus und alle denken, oh, es war ja ganz süß. Ja. Was ich ein bisschen an der Stelle ein bisschen kritisch sehe, ich arbeite ja nun auch mit engagierten Jugendlichen zusammen, auch durch die so ausgebildete Gruppenleiter, Leute, die halt eigentlich in der Lage sind, sich ganz gut zu organisieren, stelle aber immer wieder fest, dass Organisationen von Jugendlichen auch ihre Barrikaden und Hürden hat. Das heißt, dass viele Sachen dann doch plötzlich unter den Tisch fallen, wenn man merkt, es wird dann an der einen oder anderen Stelle zu anstrengend. Glaubst du, also das wäre jetzt im Gegensatz zu meiner These, ich glaube, dass ein Jugendparlament auch Begleitung braucht, um komplett, also oder um halt irgendwie eine kontinuierliche Zeit wirklich am Ball zu bleiben, auch wenn der ein oder andere jetzt zum Beispiel, wenn du in den Wahlkampf gehst, wirst du auch nicht jeden Tag hey sagen können, sondern es braucht einfach jemanden, der da ist und nicht den Ton angibt, aber der zumindest die organisatorischen Strukturen schafft. Siehst du das ähnlich oder glaubst du, es kann Ich anders glaube auf die auf Beine jeden gestellt Fall, werden? dass wir hatten uns auch mehrere Konzepte von Jugendparlamenten in anderen Städten in Deutschland angeschaut, Leipzig, Göttingen zum Beispiel. Und da ist es auch eigentlich immer so gang und gäbe, dass dann auch die Stadtverwaltung, die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt dann auch immer eine halbe Stelle zum Beispiel dann dafür Oh, das geschaffen wäre hat, richtig dass geil, sie dann natürlich, ja. die komplette Organisation, die Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel da macht, die Satzung und sagen wir alles Organisatorische sich darum kümmert, dass wirklich am Ende die Jugendlichen nur noch arbeiten müssen, ihre Ideen einbringen können. Und ich glaube, dann ist da schon mal die Hürde für die Jugendlichen schon mal ein bisschen geringer, wenn, sag mal, schon mal dieses ganze organisatorische Tamtam so ein bisschen abgenommen wird. Und wenn man dann vielleicht noch zeitlich guckt, dass man den Jugendlichen da zeitlich noch entgegenkommt, dass man vielleicht eine Kooperation mit Schulen, sei es vielleicht in der Form von einer AG oder sowas oder mit irgendwelchen anderen Vereinen oder Organisationen außer Hamelner Jugendarbeit zusammenarbeitet, dass man da vielleicht dann noch die zeitliche Perspektive noch ein bisschen besser für die Jugendlichen zusammenbringt, dann kriegt man das, glaube ich, ganz gut hin. Und andere Städte zeigen ja, dass es klappt. Aber ich glaube, das Thema muss auf jeden Fall mit berücksichtigt werden, dass man da jetzt nicht auf einmal ein Jugendparlament baut und dann nach 3, 4 Monaten war es das. Das darf natürlich nicht passieren. Weil dann auch viel zu viele, glaube ich, sagen würden, habe ich es doch gesagt. Genau, dann kommen wieder die alten Herren um die Ecke und dann wird es wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre nie wieder irgend sowas geben. Was sind denn eure Ideen an der Stelle schon, jetzt so eine Nahtstellen zu schaffen zwischen Schulen und euren Vorstellungen? Also ich weiß, bei Kinder- und Jugendkonferenz haben wir immer überlegt, dass wir irgendwie an die Schulsprecher rankommen. Und es gibt ja auch so eine Tagung der Schulsprecher aller Schulen und so, wo man denkt, das sind ja schon mal Leute, die äußerst engagiert sind, aber irgendwie ist es immer gefühlt war immer, dass da, nee, die tagen jetzt gerade nicht, weil jetzt werden die neu gewählt und dann, nee, jetzt sind die aber schon, die wurden ja, die sind ja jetzt nicht mehr und das, was? Also gibt es da was? Habt ihr eine kleine Strategie schon erarbeitet, was möglich wäre aus eurer Sicht? Genau, so ein paar Pläne haben wir schon geschmiedet. Wir sind jetzt ungefähr alle 3, 4 Wochen, treffen wir uns immer online jetzt auch zum Zoom-Meeting, um sagen wir mal, den aktuellen Stand zu berichten und neue Ideen zu sammeln. Und wir haben jetzt schon mal für das kommende Jahr einen Ablaufplan erarbeitet, ein paar Ideen gesammelt, welche Aktionen man machen könnte, wie man, sag mal, auch die Jugend mit der Politik zum Beispiel zusammenbringen kann, dass man da verschiedene Workshops zum Beispiel versucht anzubieten, dass man aber auch, wie gesagt, auf die Schulsprecher zugeht. Ein, zwei Schulsprecher haben da auch schon positives Feedback gegeben. Also das scheint da auch ganz gut zu laufen. Also das ist auf jeden Fall schon mal in der Hinterhand. Und so ein paar spannende Aktionen sind, wie gesagt, wie diese politischen Workshops, zum Beispiel dann eine Auftaktveranstaltung online, ungefähr im April, im Mai. Da haben wir schon einige Ideen und genau, da
wird es auf jeden Fall noch, wenn es dann soweit ist, auch ordentlich Öffentlichkeitsarbeit geben. Und wenn man natürlich parallel schon immer sich informieren möchte, kann man natürlich auch gerne die Instagram-Seite Jugendparlament Hameln der folgen. Und wenn man vielleicht jetzt, wenn unter den Zuhörern vielleicht auch wer dabei ist, der sagt, ach, das ist ein spannendes Thema, da möchte ich mich auch gerne engagieren und möchte auch so ein Jugendparlament mitgestalten, wie das eingeführt werden kann, dann einfach da melden und dann freuen wir uns immer über jede Unterstützung. Sag mir noch mal ganz genau, wie er heißt, dann setze ich das jetzt mal einfach hier mit in den Bildschirm Ja, bei Insta. nochmal Jugendparlament. schnell. Jugendparlament Hameln, glaube ich. Ich glaube, da ist noch irgendwo ein Unterstrich Warte, dazwischen. Ich guck mal. schick das gleich rein. Kein Problem. Ah, perfekt, danke. Genau, Jugendparlament Unterstrich HM. Okay, alles klar. Das packe ich rein. Aber kurz jetzt zum Jugendparlament vielleicht einfach noch mal zur Entstehungsgeschichte. Da bist an der Stelle an sich ja gar nicht du verantwortlich, sondern ein junger Polizist und noch irgendwer, der mit diesem. Also, das fand ich ganz skurril, weil das habe ich ja. Also, wie gesagt, ich bin seit 2001. Oh Gott, ich bin seit 20 Jahren. Ist egal. Jedenfalls, es gab halt noch nie so eine Initiative. Und dann anteilig halt, habe ich gehört, dass ja, die Polizei da halt mitgeschwungen hat, beziehungsweise ein junger Polizist und jemand, der auch in dem Bereich, das weiß ich jetzt aber gar nicht so genau. Wie bist du denn dazugestoßen? Wie kommt denn sowas zustande? Genau, das Zufall? waren diese besagten zwei Jugendlichen, die ich am Anfang frei oder angesprochen hatte. Es ist einmal Niklas und einmal Joshua. Niklas ist Ernährungsberater, Joshua ist Polizist, wie gesagt. Und genau, die hatten dann irgendwann letzten Herbst diese Instagram-Seite erstellt gehabt und hatte die dann irgendwann mal gesehen gehabt, wurde mir dann vorgeschlagen. Und dachte ich natürlich, ist eine tolle Sache. Jugendparlament, wir fordern Jugendparlament in Hameln, ist ja eine super Initiative, weil das bei uns auch schon seit Monaten beziehungsweise seit 1,5 Jahren auch schon im Hinterkopf lag, das als politisches Ziel, als politische Forderung nach draußen zu geben. Aber so richtig der Zeitpunkt hatte sich nicht gegeben, weil dann ja auch Corona da war. Und dann hatten wir dann irgendwann den Anlass genommen. Wir haben gesehen, da gibt es gerade auch zwei andere Jugendliche, die sich da engagieren, die das Thema fordern. Und genau, dann haben wir die Instagram-Seite gesehen, haben da einfach mal Kontakt aufgenommen und dann, genau, haben wir uns zusammengefunden und unsere Kräfte gebündelt, weil, genau, macht natürlich am meisten Sinn, so kann man am meisten schaffen. Und dann haben wir danach noch die anderen Jugendorganisationen angesprochen und dann, genau, ist das alles so ein bisschen den Weg gegangen. Ja, sehr cool. Verrückt. Auf jeden Fall Zufall, also Ja. passiert nicht oft. Ja, aber das zeigt ja auch, dass das Thema mobilisiert, ne? Also, wenn sich schnell Leute finden, die da Bock drauf haben und auch unterschiedliche Leute am gleichen Projekt arbeiten, dann macht es einfach nur Sinn, sich zu vernetzen, ne? Also, ist ja klar. Und ja, ich finde es auch cool. Anna ist ja auch dabei, ne? Also, Genau. Anna Hoferichter von der Verwaltung. Grüße Und gehen auch an Anna, ist auch an sich im Chat. ah. Wir sehen dich, wir sehen dich. Cool. Genau, und die versuchen ja auch irgendwie händeringend da was zu schaffen, auch Beteiligungsmöglichkeiten. Und wir hatten da auch schon mal nach der Kinder- und Jugendkonferenz auch oft mit dem Chef von Anna gesprochen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich Patrick Viktor. weiß nicht mehr. Genau. Und ja, ich habe den auch schon ein paar Mal in der Stadt getroffen und dann hat man immer mal so mit Maske und Abstand mal sich kurz 2 Minuten unterhalten und ah, was kann man machen und lass uns doch mal nochmal überlegen. Und ja, ich finde es gut, dass sich da jetzt so eine Eigendynamik bildet und so, das ist ja immer wichtig. Und ich hoffe einfach nur, dass da ein vernünftiges Konzept bei rumkommt, dass, also davon gehe ich aus, aber dass dann auch von PolitikerInnen angenommen wird und dass das nicht tot diskutiert wird und gesagt wird, ja, das ist doch jetzt aber hier, das funktioniert nicht und so, sondern dass man einfach auch mal sagt, gut, das ist eine Chance, wir nehmen euch wahr, wir müssen vielleicht noch mal über das eine oder andere reden, weil das nicht der Praxis entspricht oder so, aber dass man nicht vergisst, dass wir ja eigentlich als Stadt- und Landkreis wollen, versuchen wollen, hier ein bisschen Jugend zu schaffen oder das ein bisschen für Jugendliche attraktiv zu halten, weil eben viele Jugendliche sagen, nee, Hameln, warum soll ich denn hier bleiben? Also das ist ja Quatsch. Ich werde volljährig und dann
bin ich raus, ne? Ich gehe Ja, studieren genau. oder zur Ausbildung irgendwo anders hin, aber bloß nicht mehr in diesem Loch hier abhängen. Und ich glaube aber, dass es so einen kleinen Wandel gibt im Moment. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber vielleicht auch an der Hochschule Weser Bergland, die sich so ein bisschen etabliert. Und ja, also ich hoffe mal, dass man das schafft, dass man sagt, okay, Hameln ist auch eine Stadt, die es wert ist, auch hier zu bleiben oder wiederzukommen. Es kommt gerade eine Frage rein von Sascha. Und Sascha fragt, warum braucht es eigentlich ein Parlament für Jugend? Ist es nicht die Aufgabe der Politik und Verwaltung, die Belange und Interessen der Jugend mit zu berücksichtigen und zu vertreten? Eigentlich schon, aber ich sag mal, wenn man in Praxis guckt, funktioniert es ja nicht immer. Sonst würde Hameln und Hameln-Pyrmont ja nicht so aussehen, wie es jetzt aussieht. Und so ein Jugendparlament soll ja auch gerade die Altersgruppen, die noch nicht aktiv wahlberechtigt sind, also die noch nicht sich aufstellen können für ein kommunales Parlament, also alle unter 17-Jährigen, das soll ja erstmal die Hauptzielgruppe sein. Das Okay. heißt, die ja noch gar nicht die große Möglichkeit haben, sonst ihre politischen Interessen und Äußerungen nach außen zu tragen. Und ich sag mal, vor dem Hintergrund braucht es dann ja erstmal ein eigenes Parlament, damit diese Minderjährigen dann ihre eigenen Ideen, die ja auf jeden Fall da sind, das sieht man ja in der Hamelner Jugendarbeit, dass da sehr viele Jugendliche sind, die sich engagieren, dass diese Ideen und Interessen dann erstmal nach außen getragen werden. Und Thema Politiker, ich glaube, insgesamt auf jeden Fall sollte natürlich der Politiker oder der Hamelner Stadtrat oder ein Bundestag, ein Landtag natürlich alle Interessen aller Bürgerinnen und Bürger widerspiegeln. Aber ja, ich glaube, das kann jeder für sich selbst irgendwo bewerten, inwiefern das am Ende immer hinhaut. Und gerade wenn man dann natürlich dann viele ältere Herrschaften in den Parlamenten hat, ist es oder liegt es natürlich nah und ist es ja auch irgendwo Natur der Sache, dass die dann eher die Interessen ihrer eigenen Generation abblicken und vielleicht dann auch oft auch das Fehlerpotenzial in den älteren Altersstrukturen bei den Rentnerinnen und Rentnern abgreifen möchten und dann natürlich die Themen Generationsgerechtigkeit, Umwelt, und Jugendförderung oft schnell ins Hinterzimmer geraten. Und das darf natürlich nicht passieren. Aber dann würde ich noch mal sagen zur Verwaltung. Also du hast ja jetzt viel zur Politik gesagt und bei der Verwaltung ist es natürlich so, dass die sich ja auch versuchen dafür einzusetzen, eben mit diesen Kinder- und Jugendkonferenzen zum Beispiel. Die sind ja also sind ja im Rahmen der Verwaltung durchgeführt. Sie werden im Rahmen der Verwaltung durchgeführt und die Jugendlichen, die daran teilnehmen, sagen aber, das ist uns nicht genug. Also wir wollen mehr Beteiligung und dann wäre es idealerweise so, dass die Politik und die Verwaltung merken, okay, wir setzen uns für die Belange von Jugendlichen ein. Und wie macht man das? Indem man ein Gremium schafft, in dem die Stimme gehört werden kann. Also das ist einfach der Institutionalisierungsprozess, ne? Also dass man sagt, gut, da gibt es was und da muss eine Institution oder irgendeine Bewegung geschaffen werden, die dann auch eine Meinung herausbilden kann und uns als Politik oder Verwaltung beraten kann. Weil es gibt ja unterschiedliche Konzepte, also das habt ihr bestimmt auch diskutiert, was so Jugendparlament und Jugendräte angeht. Manche verfügen über kein eigenes Geld und geben sozusagen nur Ideen in die Verwaltung, Ideen in die Politik, in die Ausschüsse und so der Stadt. Und ja, das ist natürlich, dann ist es eine wirklich Verwaltungssache, also dann ist es so ein Beratungsding, so ein Gremium, was es da halt gibt. Aber wenn es ein eigenes Jugendparlament ist, was auch über eigenes Geld verfügt, dann sind es natürlich ganz neue demokratische Möglichkeiten, die da entstehen. Aber ja, es ist immer ein Zwiespalt zwischen, okay, warum können diese Jugendlichen nicht einfach normale Politik machen oder warum sind sie noch kein Teil der Politik, sondern warum werden sie wieder in eine Ecke geschoben? Und es wird gesagt, hier sind Jugendliche, die Politik machen und dann gibt es uns Erwachsene. Warum sagt man nicht, das ist ein gemeinsames Ding? Aber es ist natürlich auch eine Stärkung einerseits der Jugendlichen, indem man sagt, hier, ihr habt ein eigenes Konzept, ihr habt eine eigene Stimme, ihr könnt uns entgegenstehen. Dann bekommt es natürlich mehr Gewicht. Vor Kommt drauf der an, wie man sieht. Antwort kurz noch ein Einschub. Hier wird auch ganz, es gibt doch auch Jugendorganisationen der Parteien. Eigentlich sind die doch ganz gut gebrieft. Genau, also natürlich, da hat man natürlich auch immer den Einfluss auf die eigenen Parteien, also das steht natürlich außer Frage. Aber es gibt ja auch viele andere Initiativen in Hameln, wenn man einfach mal irgendwie auf die Straße geht, wie gesagt, Fridays for Future zum Beispiel oder irgendwelche anderen Umweltorganisationen oder dann treffen sich vielleicht mal fünf Jugendliche zusammen
die der Meinung sind, in meiner Nachbarschaft muss ein neuer Bolzplatz geschaffen werden. Dann gibt es wieder irgendwie eine kleine Gruppe, die eine Skaterbahn fordert. Und das merkt man ja in den letzten Jahren, dass es immer wieder in Hameln viele kleine Gruppen gibt, die sich dann für ein Thema intensiv beschäftigen. Aber dadurch, wenn es natürlich nur 3, 4 Leute sind in einer kleinen Gruppierung, haben die natürlich nicht so ein großes Sprachrohr. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, wenn die sich alle zusammentun und dann mit einer gemeinsamen starken Stimme dann im Idealfall mehr erreichen können. Und ich glaube, das ist auch ein Teil. Und gerade was du auch Hagen nochmal angesprochen hast mit der institutionellen Sicht, ich glaube, das ist nochmal ein zweiter Vorteil eines Jugendparlaments, dass man ja nicht nur die Interessen der Jugendlichen in die Politik bringt, sondern zusätzlich ja auch noch politische Bildung stärkt. Weil nichts bringt der Jugendliche so nahe zur Politik, als wenn die schon selbst mit 12, 13 Jahren mitentscheiden können, sehen, wie so ein Stadtrat aufgebaut ist, wie da Entscheidungen getroffen werden, wie politische Parteien miteinander arbeiten, wie Kompromisse geschlossen werden und so weiter und so fort. Oder dass man überhaupt sich engagiert und wählt. Und wenn das natürlich früh möglich anfängt, das zeigt ja auch die Studienlage, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch umso höher, dass diese Personen auch ein Leben lang zur Wahl gehen, sich im Idealfall vielleicht sogar noch weiter engagieren politisch. Und deswegen ist es, glaube ich, auch von der politischen Bildung her ein ganz, ganz wichtiges Thema, nochmal ein Jugendparlament einzurichten. Es kommt gerade aus anderer Stelle hier noch ein Aufschrei an. Vergesst die Umwelt-AG nicht. Hätte ich jetzt, ja, sag mal, da bist du auch ein Teil von. Es ist ja nicht so, dass das nur entstanden ist, sondern ich glaube, Hagen, du bist auch Teil der Umwelt-AG. Gibt es Ja, den einen oder anderen, der nicht sich da auch regelmäßig. in Hameln positioniert? Da sagt auch noch mal was zu. Ihr könnt ja beide dazu antworten. Ihr seid ja beide kompetenter drin. Was ist denn jetzt die Umwelt-AG? Genau, die hatte sich nach der letzten Kinder- und Jugendkonferenz 2019 war es schon, genau, 2019 gegründet. Da war es ja so, dass die Kinder- und Jugendkonferenzen oder ein eigenes Thema hatte. Da war es 2019 Thema Umwelt und Klimaschutz. Und da wurden dann viele erste Ideen gesammelt. Aber wie es natürlich bei einer kleinen Konferenz, die 3 Stunden dauert und erstmal so ein bisschen zum Ideensammeln ist, üblich ist, sind natürlich erstmal viele Stichworte, viele lose Forderungen da, viele lose Ideen. Und dann hat man sich gefragt im Planungskomitee von der Kinder- und Jugendkonferenz, was kann man jetzt mit diesen Ideen machen? Und daraus hatte sich dann diese AG Umwelt entstanden, wo dann interessierte Jugendliche, die bei der Kinder- und Jugendkonferenz teilgenommen haben, beziehungsweise die auch teilweise erst später dazugekommen sind, weil sie das Thema spannend finden, sich da zusammensetzen und auf Basis, auf Grundlage dieser bei der Kinder- und Jugendkonferenz erarbeiteten ersten Ideen, diesen Ideen mehr Tiefgang bringen, die nochmal weiter diskutieren und die dann auch in die Politik einbringen, nochmal eigene Initiativen, eigene Ideen nochmal zusätzlich erarbeiten und am Ende des Tages auch noch, sofern es Corona zulässt, auch nochmal ein paar Veranstaltungen in Präsenz machen. Also da gab es schon einige tolle Planungen und letztes Jahr wurden die ersten Ideen auch schon in den Ausschuss, in den Stadtrat eingebracht. Aber wie man sich das so denken kann, wie es ja auch schon in den Vorjahren waren bei den Kinder- und Jugendkonferenzen, sind die Ideen dann so ein bisschen verschwommen. Und deswegen sind da ja auch Ja. die Übergänge so ein bisschen fließend zwischen AG Umwelt und AG Jugendbeteiligung, weil natürlich das eine von dem anderen unheimlich profitiert. Genau, so ist das eigentlich so ein bisschen zustande gekommen. Du kannst mich ja gerne noch mal ergänzen, Hagen. Ja, also es ist immer so ein bisschen, ne, also alle finden das immer toll, dass es da so eine AG Umwelt gibt, die sagt, ich kümmere, oder also wir kümmern uns jetzt hier um. Als Jugendliche und Kinder kümmern uns jetzt hier um Umwelt und uns ist das ziemlich wichtig, wie man merkt, vielleicht an den ganzen gesamtgesellschaftlichen Faktoren, die da so reinspielen, also was den Demonstrationen angeht im Moment und auch die gesellschaftliche Debatte um Nord Stream 2 und so, ne? Also das ist ja als sehr klimalastig trotz Corona, wirkt das oft noch ziemlich laut und dass dann Jugendliche da sind, die sagen, okay, ich setze mich dafür ein, ich will, dass es hier vor Ort auch, dass hier vor Ort auch was passiert. Das finden natürlich erstmal alle gut, die da im Stadtrat sitzen. Und die sagen dann erstmal, wow, toll, ihr habt da was richtig Schickes erarbeitet. Und nächste Woche bei der Ausschusssitzung heißt es, ja, wie fandet ihr es? Fand ich gut. Ja,
Fand ich gut. Und was ist mit dem Haushalt? Ja, ah, da muss ich nochmal, und dann ist der Haushalt wichtig. Also es ist halt schwierig. Gerade vor Ort sind ganz, ganz viele Sachen sehr wichtig oder sind allen Leuten viele Sachen wichtig. Und da fällt es manchmal schwer, da so eine Gruppe Jugendlicher ernst zu nehmen oder vielleicht auch, da fällt es schwer abzuwägen, was ist jetzt gerade wichtiger? Der Haushalt, der nächste Woche verabschiedet werden muss, oder so eine Ideensammlung von Jugendlichen. Da geht es dann manchmal ja, um rechtliche Konsequenzen oder so. Und dann wird das eine oder andere mal außer Acht gelassen. Und das ist natürlich schade. Und wenn es jemanden gibt, der dafür arbeitet und der sagt, hier, die haben aber was erarbeitet, das ist mein Job, hier sich darum zu kümmern, das ist ihre Meinung, hier ist eine Liste, ihr habt einen Auftrag. Dann ist es ein bisschen was anderes. Und wenn man dann noch gewisse Leute im Stadtrat hat, die eben sagen, das finde ich gut, dass ihr das macht und das ist unsere Aufgabe, das wahrzunehmen, dann hat man natürlich eine Win-Win-Situation. Aber im Moment ist es halt alles ein bisschen schwierig. Auch wegen Corona ist es wirklich schwierig, in Kommunalparlamenten etwas umzusetzen, aus meiner Sicht im Moment. Die Diskussionsgrundlage fehlt einfach, das Plenum fehlt. Und da muss man gucken, ob sich das ein bisschen verbessern wird und ob da vielleicht auch frischer Wind in die Kommunalparlamente kommt, auch mit dem Superwahljahr dieses Jahr. So hoffen wir es ja auf jeden Fall. Und da kann ich auch nur noch mal die Mitmachaufforderung wiederholen, die ich ja schon bei der AG Jugend gemacht habe, dass es da auch wieder eine tolle Instagram-Seite gibt, ag.umwelt.hameln. Und wenn da wer dabei ist im Publikum, der sagt, Umweltpolitik in Hameln, das ist ein spannendes Thema, gerne anschreiben und die Idee mit einbringen. Da freuen wir uns auch immer, wenn da noch mal der ein oder andere dazukommt. Ja, oder die Ja, auf eine jeden, ja. natürlich noch wichtiger, weil das ist auch ein ganz kleines Problem, was im Moment aus meiner Sicht auch in Hameln ist. Also wir haben viele männliche Jugendliche, die sich irgendwie engagieren wollen. Müssen noch mal gucken, dass wir auch ein paar Frauen dazu kriegen, ein paar Mädels, um das jetzt hier mal so ganz blöd rauszuhauen. Aber nee, es ist wirklich so. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, es ist alles sehr männlich geprägt und wir müssen mal gucken, dass wir da auch paar weibliche Personen reinbekommen. Und ja, da auch nochmal der Aufruf, wenn ihr weiblich seid, fühlt euch doch mit angesprochen. Ja, auf Auf jeden jeden Fall. Fall. In den Parlamenten, wo ja der Anteil von Frauen bei 20, 25% liegt, in Kommunalparlamenten nochmal umso weniger. Und das kann es ja nicht sein, wenn das irgendwo das ganze Volk widerspiegeln soll und am Ende nur ein Drittel oder ein Viertel weibliche Mitglieder dabei sind. Ist ja auch Ja, nicht so optimal. bei der FDP-Bundestagsfraktion ist da auch noch ein bisschen ausbaufähig. Müssen wir mal Wir haben gucken. einen höheren Anteil an weiblichen Mitgliedern im Bundestag als weibliche Mitglieder einer Partei. Das ist schon Das mal gut. heißt, vor dem Hintergrund sind wir schon mal gut. Nein. Aber da muss natürlich was dran getan werden, keine Frage. Was würdest du dir von einem guten Politikunterricht wünschen, Moritz? Was würde ich mir von guten Politik? Ich glaube, das ist schwierig, weil in Niedersachsen haben wir ja generell das Problem, dass es ja nur das Fach Politik Wirtschaft gibt und das auch nur zweistündig, teilweise sogar nur Ja. epochal, also ein halbes ja, Schuljahr Stimmt, unterrichtet wird. Ich ja. glaube, das ist erstmal das erste Problem, dass man das voneinander trennt. Ein Unterrichtsfach Wirtschaft, ein Unterrichtsfach Politik. Und Politik, so war es zumindest bei mir, fing ab der siebten Klasse in Ui. der Schule an. Und dann, wie gesagt, nur so ein bisschen nebenher laufend. Und bei den vielfältigen Themen ist das, finde ich, viel zu wenig. Also ich glaube, da kann man schon ab Klasse 6 oder gar ab Klasse 5 anfangen. Dann, wie gesagt, eigenständiges Schulfach. Und was die Themen angeht, würde ich mir auf der einen Seite, sag mal, die Grundlagen wünschen, dass, sag mal, erklärt wird und den Jugendlichen nahegebracht wird, wie, sag mal, das deutsche demokratische System zum Beispiel funktioniert, wie der Bundestag zusammengesetzt ist, wie eine politische Wahl stattfindet. Also ich sag mal, das Ganze, wie internationale Zusammenarbeit, UNO zum Beispiel, G20 zum Beispiel als Stichworte, wie sowas funktioniert. Also dass man erstmal diesen theoretischen, diese Grundlagen hat, auf der anderen Seite, dass man aber auch einen ganz klaren
tagesaktuellen Blickwinkel hat, weil ich glaube, das ist immer noch das Spannendste für die Jugendlichen, wenn die selbst in im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung lesen, dieses und jenes ist gerade in Deutschland passiert, was weiß ich, die Landtagswahl war vor einer Woche. Und da war es bei mir zum Beispiel so, wurde im Politikunterricht vielleicht mal 5 Minuten drüber geredet, über so ein großes Ereignis. Bei wem Und hattest du Politik? Das würde mich interessieren. da will ich jetzt keinen Lehrer oder keine Lehrerin reinreiten, aber wir hatten zwei, drei verschiedene und da war es bei allen drei Genau. ähnlich. Ich glaube, Und ich weiß auch, wen du da so hattest. Das kann ich mir auch vorstellen. so viele Politiklehrer gab es bei uns am ALG ja Nee. sowieso nicht. Und da hatte Kein ich Problem. schon viele, genau, zwei männliche, eine weibliche. Und genau, da würde ich mir auf jeden Fall nochmal viel mehr Tagespolitik wünschen, dass man dann auch im Politikunterricht über diese verschiedenen tagespolitischen Themen einfach ins Gespräch kommt, miteinander diskutiert und dadurch dann auch, sag mal, die eigene Interessenbildung bei den Jugendlichen anregt, dass auch die Jugendlichen dann von selbst dazu in der Lage sind, wenn sie Nachrichten schauen, sich ein eigenes Bild von der Lage zu verschaffen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Ich finde das auch äußerst schade, dass sowohl halt bei der Kommune wie auch bei Schulen eigentlich, sage ich mal, junge Politiker gar nicht eingeladen werden können, weil man dann halt plötzlich sofort parteiisch wird an der einen oder anderen Stelle. Wobei ich das Gefühl habe, dass die Basis der jungen Politiker, die ich kenne, denen geht es ja darum, dass man sich einfach beteiligt. Und es ist dann scheißegal, ob du irgendwie dann bei den Grünen unterwegs bist oder bei der Linken unterwegs bist oder dann bist du halt. Ja, bei der CDU gelandet. Der Hauptsache, man macht was und man sieht, es sind Probleme und ich kann selbst was bewirken. Und ja, das finde ich, also das Ja, super führt wichtig. öfter zu Schwierigkeiten auch bei der Nutzung von städtischen Räumen. Da darf ja eigentlich auch keine Politik mitspielen. Ansonsten, Aber ja, nee, geht woran einfach liegt nicht. das? Ja. Das ist ja die Frage. Also das gibt es ja noch nicht so lange in dieser Regelung. Also dass zum Beispiel kommunale Räumlichkeiten, die also der Stadt gehören oder so, nicht mehr von politischen Parteien genutzt werden dürfen. Das liegt, glaube ich, daran, also ich glaube es nicht nur, sondern ich weiß es sogar, dass die AfD hier in den Kommunalparlamenten sitzt. Und wäre die AfD nicht da, früher war das gang und gäbe, dass sich da politische Parteien auch treffen durften. Und dann hat man irgendwann gesagt, wir fänden es jetzt aber nicht so toll, wenn die AfD jetzt hier irgendwie in unseren Räumlichkeiten sitzt. Okay. Und dann hat man gesagt, okay, bevor wir jetzt hier Rechtsextreme einladen, da sagen wir einfach, nö, wir machen das mit niemandem mehr auf. Und ist, finde ich, eine Entscheidung, die man machen kann, wo man sagen kann, gut, ne, also dann lassen wir jetzt hier in die Schule nicht mehr irgendwen von irgendeiner Partei. Aber finde ich eigentlich schade, weil es sind wirklich Räumlichkeiten, die auch nachmittags, abends leer stehen, die eigentlich auch benutzt werden würden, auch, glaube ich, von vielen politischen Parteien, weil das ja oft auch optimale Preise sind. Also auch bei der eigenen Stadt würde das Geld dann bleiben und würde nicht irgendwie jetzt irgendwelchen Großveranstaltern, die sowieso schon jeden Abend was zu tun haben, ins Geld gehen. Aber ja, ist ein bisschen schade. Also soweit ich weiß, war das mal so. Aber ja, finde ich schade. Nee, das finde ich auch schade. Das ist ja auch schon seit Jahren immer ein Thema in der Debatte. Soll man jetzt die AfD irgendwo einladen oder nicht? Nimmt man die mit dazu oder nicht? Und da finde ich, wäre eigentlich der richtige Weg, auch da einfach, wenn man zum Beispiel in der Schule eine Podiumsdiskussion einlädt und veranstaltet, auch die AfD mit dazu zu holen, weil am Ende muss man ja einfach ganz nüchtern sagen, es ist eine Partei wie jede andere, die Ideen und die Intentionen dahinter sind natürlich völlig schwachsinnig. Sehe ich auch Aber ich anders. glaube, diese Sehe auch anders. AfD-Politiker sind ja so dämlich. Ich glaube, da fällt auch kein Jugendlicher drauf rein, auf diese schwachsinnigen Ideen und Reden, die da die AfD hält. Und ich glaube, da ist es, glaube ich, auch vielleicht sogar ein positives Merkmal, wenn die Jugendlichen dann merken, ach, von der AfD, da hört man nicht nur in den Medien, die machen Scheiße, sondern die erzählen sogar hier gerade bei der Podiumsdiskussion den größten Mist. Und ich glaube, das bleibt dann bei vielen Jugendlichen, glaube ich, auch im Kopf, wenn die, sag mal, so ein eigenes Erlebnis mit der AfD gehabt haben, dass das, sag mal, die letzte Mistpartei ist sozusagen und dass es da gar nicht dann irgendwie zu Wählerstimmen in jungen Generationen gibt. Ich glaube, man könnte vielleicht auch eher über diese Schiene gehen. Ah, ich Ja, glaube.
Sag du Ich zuerst, glaube, bitte. die AfD frisst aber auch ganz viel Kreide. Also ich habe das Gefühl, dass sie sich echt gut verkaufen kann auf dem Podium. Und davor graut es mir, dass man halt bei den Thesen, die sie da raushauen, weil die einfach an vielen Stellen ja auch so einfach und so prägnant sind, da kann man ja einfach mal das Denken auch ausschalten. Und ich glaube, da können sie schon irgendwie Leute zum Nachdenken oder zum Gewinnen auf ihre Seite ziehen. Und da, naja, nee, also ich bin da ganz klar der Meinung, kein Podium für die AfD, aber es ist, das ist auch eine offene Diskussion, das ist Politik und Genau. es ist Ja, alles gut. genau. Ja. Ja, Ja. deine Aufsicht oder deine Auffassung kann ich auf jeden Fall auch widerspiegeln und auch nachvollziehen. Hatte ich auch mal die Meinung. Aber ich glaube, da macht man sich das vielleicht auch so ein bisschen zu einfach. Zum Beispiel in so einer Podiumsdiskussion kann man ja vielleicht auch einen Faktencheck hinterherlaufen und dass dann irgendwie der Politiklehrer dann am Ende eingrätscht oder zwischendurch sieht, ach, das ist jetzt aber völliger wissenschaftlicher Unfug, was Sie da erzählt haben. Also ich glaube, das wäre möglich. Aber dass die AfD da natürlich eine Gefahr ist bei den Jugendlichen, das sehe ich auf jeden Fall auch den Punkt. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja, also finde ich auch interessant. Und können wir auch gerne noch ein bisschen drüber reden. Also finde ich gar nicht so schlimm. Ich muss auch So sagen, schlimm im Gegensatz zu allem anderen, wo wir drüber reden. nee, aber ich meine, weil bevor wir jetzt sagen, irgendwie, das ist eine schlimme Diskussion oder so, ich Okay. glaube, also ich glaube, ich hatte mal die Position, die du hast. Und da hatte ich aber auch noch ein anderes Bild von der AfD. Und da war für mich das Bild der AfD eher so ein Splitterpartei-Ding und so ein, okay, das ist jetzt hier diese Flüchtlingsbewegung, wo so ein paar Idioten hinterherrennen, ne? Also ideologisiert und dann geht's voran, so wie Silvia sagte. Das ist so ein bisschen, das hatte ich immer und da habe ich gedacht, gut, dann lädt man die jetzt ein und sagt hier, die können sich bloßstellen und die werden. Ja, werden sozusagen ja, argumentatorisch gegen die Wand gehauen. Nicht, dass sie jetzt gegen die Wand gehauen würden, sondern ja, man merkt ja einfach auch in so einer Diskussion, wer jetzt hier gerade ein stichhaltiges Argument liefert oder nicht. Und das habe ich immer gedacht, bis ich dann irgendwann jetzt mittlerweile bemerkt habe, dass das einfach strukturierte Rechtsradikale sind. Also das hätte ich auch nicht gedacht unbedingt. Also früher hätte ich gedacht, ja, eben, die sind so ein bisschen auf dieser rechten Welle unterwegs und das ist aber so eine Europapartei, die sich, Anti-Europapartei, die sich irgendwie jetzt gewendet hat oder so. Aber wenn man sich wirklich mal die Strukturen dieser Leute, die da unterwegs sind, anguckt, welche Überschneidungen es da gibt, das ist erschreckend. Also da sind Leute, die früher bei NPD-Versammlungen mitgelaufen sind, sitzen jetzt irgendwo im Landtag. Und da kriege ich wirklich, da kriege ich Angst. Und das sage ich auch so, weil so Sachen wie der Flügel, der da irgendwie war und der dann jetzt aufgelöst wurde, angeführt hier von Björn Höcke, sage ich ja immer, da hab ich so gedacht, wenn man sich diese Reden mal anguckt, die der da hält, dann finde ich das nicht vertretbar, eine Partei einzuladen, die sich nicht vernünftig davon distanzieren kann. Wo immer noch genug Leute sagen in der Partei, ja, also das ist doch einwandfrei, was der da leistet oder was da sich Landesverbände leisten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die sind wirklich hardcore und das lässt mich dann immer ein bisschen zurückschrecken und da denke ich, denen sollte man auf jeden Fall nicht die Bühne geben und denen sollte man, da sollte man nicht sagen, hier, ihr könnt euren antidemokratischen Kram, den ihr so habt, könnt ihr bei uns demokratisch verbreiten, sodass sich die Bevölkerung antidemokratisiert. Also das finde ich nicht logisch. Und das, ja, also man hat ja auch schon darüber nachgedacht, hier wegen Bundesverfassungsgericht und Parteienverbot und so. Das ist ja alles immer nicht so einfach. Aber dass die jetzt im Beobachtungsfall sind oder gerade dran vorbeischlittern, im Beobachtungsfall zu werden mit der Bundespartei, das zeigt für mich auch, dass die Institutionen, die demokratischen Institutionen mittlerweile auch bemerkt haben, dass es dann eine eindeutig antidemokratische Bewegung gibt. Und da, aus meiner Sicht, muss man sich ganz klar von distanzieren. Also das ist wirklich, kann man auch drüber streiten, sehe ich auch so. Aber
Ja, so meine Ja, Perspektive. auf jeden Fall. Also da stimme ich ja auf jeden Fall hundertprozentig zu. Und ich glaube, in den letzten 2, 3 Jahren hat sich das ja immer noch weiter intensiviert. Und man hat ja das Gefühl, von Parteivorsitzendenwahl zu Parteivorsitzendenwahl geht es immer noch mal weiter ein Stück nach rechts. Und gerade wenn man zurück sich nach Hanau erinnert oder an die Situation letzten Herbst, wo Vertreterinnen und Vertreter von der AfD in den Bundestag eingedrungen sind und da andere Abgeordnete gestört haben und versucht Bedroht. haben, bedroht versucht haben, in andere Büros einzudringen, in fremde Büros einzudringen. Das ist, glaube ich, völlig skandalös. Und ich glaube, da sieht man auch, dass es das Ziel ist der AfD, einfach die deutsche Demokratie, das deutsche demokratische System zu untergraben. Also das Problem sehe ich auf jeden Fall. Die Gefahr sehe ich nur, wenn wir jetzt sie wirklich komplett aus der politischen Debatte ausladen, sozusagen, ob wir die damit nicht stärken, weil die sich dann wieder selbst in die Opferrolle stecken können und dann wieder einige Leute dann über die Schiene dann zu der AfD gehen. Also ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert und ich glaube, man hat ja jetzt auch 5 Jahren Umgang mit der AfD auch noch leider kein Patentrezept gefunden, wie man die Partei jetzt wieder klein bekommt. Also weder jetzt irgendwie das argumentative Kleinhalten hilft was, noch irgendwie das systematische Nicht-Einladen. Und ich glaube, da muss es, glaube ich, nochmal irgendwie die Goldlösung geben. Aber wie die aussieht, Ja, glaube ich auch nicht. wer weiß es, das stimmt wohl. Genau, die weiß wahrscheinlich keiner. So, AfD, auch ein Haken jetzt hinter an der Stelle. Sehr Schön gut. wäre es, ne? Aber auch Ja, das Logo. nö, jetzt ist ein abgeschlossenes Thema, wird nicht mehr aufkommen. Ich sage ja auch, und das Logo ist ja auch so ein, naja, Ja, richtig. roter Haken. Was sind vom Jugendparlament die nächsten Schritte? Gibt es da welche oder wartet ihr jetzt auch erstmal ab, quasi, bis man wieder so wirklich aktiv werden kann, um dann irgendwas einzuleiten? Oder was sind Sachen, die ihr euch für dieses Jahr auf jeden Fall fest vorgenommen habt? Genau, wir haben schon mal so eine Jahresplanung vorgenommen. Für April, Mai haben wir, sag mal, so eine öffentliche Auftaktveranstaltung geplant, wo wir versuchen, die Schulsprecher, Schülerinnen, Sprecher von den Schulen einzuladen, irgendwelche anderen Jugendorganisationen und Organisationen aus der Jugendarbeit in Hameln, die da einzuladen, auch die örtliche Politik mit einzuladen. Also alle, sag mal, groß an einen Tisch sozusagen zu bekommen, geht natürlich mit Corona höchstwahrscheinlich nur virtuell. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt irgendwie in den Sommer guckt, habe ich da auch noch nicht so richtig viel Hoffnung, dass wir da wieder mit 50 Leuten auf einmal eng beieinander sitzen können, leider. Und deswegen haben wir da jetzt erstmal gesagt, machen wir es digital. Und dann im Sommer haben wir verschiedene Workshops geplant, wo man Jugend und Politik zusammenbringt, dass, sag mal, auch die Jugendlichen und die Politiker sich gegenseitig kennenlernen, die Jugendlichen kennenlernen, was ist überhaupt so ein Kommunalpolitiker, weil ich glaube, da, so ist da zumindest mein Eindruck, da haben, glaube ich, manche noch so ein bisschen den Eindruck oder den Gedanken, ach, das sind, die sitzen im Stadtrat, die sitzen im Kreistag, das sind ganz entfernte, weitgehende Personen, weil Ja, ja, stimmt. und dabei ist es, was weiß ich, der Feuerwehrmann von nebenan und Leute wie du und ich und ganz normale Menschen, die es ja auch nur ehrenamtlich als Hobby machen. Ja, genau. Ich glaube, da ist dieses Kennenlernen schon mal ganz wichtig, dass man sich gegenseitig kennenlernt und dann natürlich im Idealfall vielleicht auch schon ein paar Ideen sammelt, die man politisch machen kann. Und wenn die beiden Sachen dann getan sind, dann ist es erstmal unser Ziel, dann zum Herbst ein fertiges Konzept auf dem Papier zu haben, wie jetzt dieses Jugendparlament wirklich ausgestaltet werden soll, wie man auch die Jugendlichen dahin bekommt, dass es auch für 5 und für 10 Jahre in der Zukunft beständig ist. Und dass es dann im Idealfall natürlich auch nach der Kommunalwahl eingesetzt wird und dass die Jugend dann im Idealfall mit einer starken Stimme in der Hamelner Kommunalpolitik mitreden kann. Ja. Das wäre schon sehr nice, auf jeden Fall. Mal Also, gucken, gute wie es klappt. Vision. Sehr, sehr gut. Deswegen würde ich an der Stelle, wir haben jetzt eine Stunde gequatscht. Ich beende jetzt mal den offiziellen Teil. Erstmal super cool, Moritz, dass du Rede und Antwort gestanden hast zu allem, was uns irgendwie aus dem Gehirn gefallen ist. Wunderbar. Großartig. Und ich glaube, ich habe auch große Lust, wenn ihr in Aktion seid, dass man einfach, ich weiß ja nicht, also Hagen und ich quatschen jetzt irgendwie, wie lange machen wir dieses Format schon? Dreiviertel? Ja, ich habe keine Ahnung, noch länger. Ja. Also auf jeden Fall, glaube ich, kann man schon drüber nachdenken. Dann irgendwie auch.
kontinuierlich bestimmte Sachen aufzugreifen, das ist ja auf jeden Fall was, was ganz, ganz wichtig ist, um dann einfach zu gucken, was ist passiert aus der Idee. Ja, Also auf von jeden daher Fall. sehr, sehr cool. Ja, nettes Angebot. Danke auf jeden Fall auch nochmal für die Einladung, dass ich heute hier sein durfte. Hat mir auch total viel Spaß gemacht und genau, bietet sich, glaube ich, gut an, wenn wir da dann ein bisschen kontinuierlich im Kontakt bleiben. Und weiß nicht, vielleicht kommen dann ja auch mal ein, zwei andere von der AG Jugendbeteiligung oder von der AG Umwelt und stellen sich dann auch mal hier vor. Und ja, ist ja, glaube ich, eine ganz nette Sache. Das wäre sehr, sehr, sehr gut. Gut. Auf jeden Fall. So, Hagu und ich werden jetzt noch durch verschiedene Links gucken, die wir uns angeguckt haben. Moritz, wollen wir dich verabschieden? Oder willst du dabei sein bei dem, was noch Ich kann auch passiert? noch ruhig hier bleiben. Okay, das ist auch Ich ja total gut. sowieso zu Hause und kann nicht weiter weg. Sehr Sehr, sehr gerne. gerne. Also wir wissen selbst nicht, was passiert. Wir haben uns die Links vorher nicht angeguckt. Ich muss jetzt sowieso kurz zur Toilette. Das ist ja großartig, Hagen. Da kannst du ja den ersten Link machen und ich kann. Ihr könnt da einfach mal einen Blick drauf werfen. Super. Hagen, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Weißt du, was ich gemacht habe? Wir haben die letzte Seite, Moritz, musst du wissen, die wir uns angeguckt haben, war eine Tortenbäckerei irgendwo in Süddeutschland, wo man grandiose Hast Torten echt eine mit bestellt? Bildern. Nein. Ich habe eine bestellt, die kommt morgen an, weil meine Mutter Geburtstag hat am Wochenende. Und ich werde dir ein Foto schicken. Also habe ich natürlich so ein Bild von unserem Hund drauf gemacht. Man weiß ja nicht, was man sonst drauf machen soll. Das ist Aber ich super glaube, teuer auch das wird gewesen. ziemlich abgefahren. Werde ich auf jeden Fall. Aber jetzt muss ich zur Toilette. Ich wollte nur sagen, das habe ich gemacht. Deswegen kannst du das Oberste, ist, glaube ich, dieses Biskitti-Dingsterbums weg. Wenn ich jetzt meinen Bildschirm teile, kann man das aber sehen, ne? Wenn Ja, ich ich das jetzt hoffe, du mal machst das OBS mal und Setup dann durchschieben. gucke ich hier nochmal drauf. So, so. Schubidu. Schubidu. Okay, Zack. dann sollte ich natürlich hier Könntest du den sehen? Aber Text. da, ne? Das ist Google. So. Wow, wir haben so richtig coole Sachen rausgeholt. Google? Ja, aber du kannst die Website sehen, ne? Ist gut. Alter, ach, das ist ja die Frau, die wir das letzte Mal hatten, ne? Vom Bild her. Oder was willst du mir damit sagen? Nein, ich wollte einfach nur, ob mein Browser jetzt sichtbar ist. Mehr wollte ich Aber gar nicht wissen. Hagen, fällt dir nicht was auf? Die Künstlerin, die wir das letzte Mal hatten, die du so cool fandest, hat heute das Bild für Google gemacht? Meinst du? Ja, die sieht doch genauso aus. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Okay, Warte, jetzt muss ich warte, warte. wirklich auf Toilette. Bis gleich. Aber das müssen wir jetzt mal rausfinden, Moritz. Super interessant. Das ist das eine bekannte Künstlerin, oder? Ja, super bekannt. Aber ich weiß nicht, ob die das ist. Also ich glaube, Silvia. Da müssen wir manchmal ein bisschen gucken. Oh, jetzt hier, guck mal, also auch wirklich so eine Animation, die dann auch eine halbe Stunde zum Runterscrollen braucht. Ach, meistens kriege ich das immer weg. Da befasse ich mich gar nicht. Aber weiß nicht, so ein riesen Google-Bild hatte ich auch noch nicht gesehen. Sonst ist das ja immer nur irgendwie ein Männchen oder so, was dann da neben steht. Audrey Lorde. Glaube ich nicht, dass sie das ist. Das ist bestimmt keine Künstlerin. Nö. Ah, die hat. Oh, naja, okay, nee. Naja. Ich dachte, sie hat an dem Tag Geburtstag, an dem ich auch. Sie ist aber an dem Tag, an dem ich Geburtstag habe, gestorben. Das ist ja nicht so. Schriftstellerin und Aktivistin. Black Lesbian Feminist Mother Poet Warrior. Sehr gut. Cool, ja. War auch schon wieder was gelernt heute. Genau, das ist immer ganz So, praktisch. jetzt müssen wir den ersten Link hier bearbeiten, ne? So. Und dann guckt man sich einfach die Internetseite an, Ja, wir oder? gucken uns das jetzt einfach an. So. Ach, das ist diese Torte Ach, hier. das sind Die die zeige ich Kuchen. jetzt immer. Genau. Super. Da kannst du dir eine eigene Torte kreieren. Guck. So. Deutschland. Das ist doch die Tortenseite. Nein, Ersttorte. Genau. Ja, wir zeigen Das ist das ja jetzt mal. Quatsch. Okay, gut. Ich bin bereit. So. Ah. Hier Größe, Anmerkung. Geschmack. So, und hier gibt es auch vegane Torte. Super. So, okay. Und jetzt können wir hier Farbe einstellen. Schön, ne? Naja, und Aber jetzt ich habe hast du echt eine wirklich. weiße Torte für morgen bestellt, weil Kommt jetzt alles bald. andere, ja, der weiß mit einer lila Schleife, weil ich fand alles für meine Mutter zu spooky. Ich glaube, die freut sich nicht über eine scharlachrote Torte. Also, das ist einfach so, das ist so So wie. hast du bestellt. Ja, genau. Wie Schön. wenn man beim Kinderferienprojekt denkt, oh, wir haben heute außerirdischen Tag, da färben wir mal alles richtig lustig ein, so grünen Käse und so. Und die Kinder haben da so keinen Bock drauf, das zu sehen. Denken, wie sieht das denn aus? Also von daher habe ich gedacht, nein, nein, meiner Mutter möchte ich das auch nicht zumuten. Aber ich habe so ein Ornament. Aber das kommt morgen ein Bild. Guck Genau, mal, so sieht die das ist doch aus. auch Und schön. obendrauf noch Mitten das am Bild von Geburtstag. unserem Hund. Das ist ein Knaller.
Ist ein Knaller. Okay. Bei Ach, diesen echt? ganzen Echt? Produkten. Ist Molly Ja. drauf? Ja, Knaller. es ist so bestellt. Aber gut, wir werden Oh, sehen. Ich werde es wirklich. morgen Das bei ist der Insta Knaller. reinstellen, damit das diese ganze Ja. Faszination der Torte zu sehen ist. Okay. So, das ist die nächste Seite jetzt. Ja, around.co. Zoom out. Kill the fatigue that kills creativity. Meet around. Introducing video calls designed for energy, ideas and action. Ja, schon wieder ein neues Videokonferenz-Tool, oder? Ja, für Zoom wahrscheinlich. Hä? Aber, oh, man hat einen Taschenrechner, Taschenrechnerfunktionen. Was war das denn gerade für ein Hinweis? Und man kann für Word nutzen. Wir, es sind ja nun... Relax. Real. Real. Real is experience the unreal. Make Zen. So sieht das denn aus. Hacker Night. Man kann einfach nur diese Symbole, glaube ich, bei sich werden dann so angezeigt. Über dem Bildschirm quasi, über den Fenstern, die du sonst so hast. Das, ach so, das heißt, ich konferiere mit euch, aber ihr seid als zwei Bubbles einfach auf meinem Desktop, während ich ganz andere Sachen mache. Ja, wahrscheinlich. Das ist natürlich. Genau. Das Und ist dieses natürlich Ding, was so interessant. So einfach das so. Ding Gesicht scannen hier, ne? Ja, Also ja, ja. das Neues ist Ich meine, das ist ja. Also ich stelle mir das angenehm vor, wenn du jetzt wirklich, ja, du bist halt im Homeoffice und du hast einfach nur diese Bubbles jetzt. Wir sind nicht in der Konferenz, wir sind einfach gemeinsam hier. Und Oder das ist das könnte wirklich nett so? sein, wenn Ist das das ein jetzt anderes so Tool? ist. Das ist bestimmt ein anderes Tool, ne? Schätze ich Ich mal. glaube, so wie ich das verstehe, sind das, glaube ich, so Zusatzfunktionen für Zoom, dass man, weiß nicht, Ah, da okay. den Hintergrund rausschaltet oder So, da irgendwie so hole ein ich mir das Pixel aber. oder sowas reinbaut. Jetzt hole ich mir das aber. Ja. Oh, okay. Ja, mit was willst du denn jetzt hier abseilen? Was? Wieso? Soll ich jetzt mal kurz hier Bildschirm ausmachen? Nö, ist okay. Okay. Warum auch nicht? Also. Nehmen wir ganz offizielle E-Mail. So, und das sage ich jetzt natürlich nicht, ja? Kann Nee, man es auch das sehen? wäre Nee, jetzt kann man aber sehr nicht mysteriös. Nein, man sehen. kann es nicht sehen. Muss ich jetzt das Außergewöhnliche jetzt nehmen? Naja. Wäre jetzt auch schön, hätte es da oben gestanden, aber naja. Ich bin Ach jetzt so, sehr überrascht, dass der Batman mit und wem Robin will ich plötzlich. das noch machen? Mit wem will ich das noch machen? Ja, Wer will hier von auch euch schon beiden mit jetzt mir. Nee, nochmal seinen Rückfall machen, oder? mach mal Okay, Silvia, jetzt sag. silvia@jugenddienst.de. silvia@jugenddienst.de. Ja. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht so funktionieren, weil wir garantiert unsere Kameras dann wieder ausmachen und irgendwie so. Okay. Das ist nochmal ein komplett neues Programm da, oder? Das glaube ich auch. Ich glaube, da kommen Oh. wir nicht. Naja, aber. Aber wir können es ja vielleicht irgendwann anders mal ausprobieren. Aber ich habe erstmal mich Du hast, registriert genau, und du hast mich eingeladen und wir gucken einfach mal, wie wir damit weiterverfahren. Ich glaube, das ist jetzt das Sinnvollste, bevor dann der Abend so deswegen abstürzt, weil wir einfach jetzt nur noch in Bubbles miteinander diskutieren und nicht mehr Zoom Aber wenn das funktionsfähig wirklich ist. ein gutes Tool ist, kann man es echt mal. Okay, na gut, dann nehmen wir Okay. jetzt mal. Gut, nächster Was? Link, wir haben ja noch ein paar. Levo. Levona. Okay. Ah, Levonaronian. Grand Master. Was? Schach? Schach. Ach, Was? eine Schachseite. Was ist denn Aronian aber? Was ist About. Aronian? Levon Gregory Aronian Ach, is das ist an ein Typ! Armenian chess player. He was ranked second in the world in March 2013 FIDE Rating List. Aha. Ich glaube, das ist diese Weltrangliste für Schachspieler. Genau. Hätte ich, glaube ich, mal irgendwo gesehen. Der hat eine Elo von 2830. Das ist irgendwie Was heißt stark. denn Elo im Ganzen ausgeschrieben? Diese neuen Tastaturen. Elo-Zahl. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Woher das jetzt kommt, sehe ich hier auch nicht. Okay. Hui. Alter, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Schach ist so verrückt. Ja, hier ist das Oh, wirklich. hast du jetzt auch, spielst du Da ist gern es. Schach, Moritz? Hast du jetzt Nee, auch. gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe Gar ja nicht. auch natürlich hier das Damen-Gambit und so, habe ich auch geguckt, fand ich auch ganz nice. Und ich liebe ja nun Spiele, wie man in meinem Hintergrund sehen kann, aber so Schach habe ich jetzt auch festgestellt, dadurch, das ist ja auch total verrückt, was, wenn man eine Figur rausstellt, dass es dafür gleich zig verschiedene Bezeichnungen gibt. Und also, ich wusste nicht, dass das wirklich Ach krass, so das ist ein dann wirklich auch großes so. Bohai ist. Aber man wird Noch dann. nicht so richtig die Spielregeln verstanden. Irgendwie mal so ein paar Online-Events mit Schach hatte ich mal gemacht mit Freunden, aber weiß nicht, so richtig durchgestiegen bin ich da auch nie. Und dann war Also es auch Schach. immer eher mehr probieren und Glück als irgendwie können. Ja, Schach das ist stimmt. eigentlich total einfach. Ach so, Also ja gut. wirklich. Das sagt mein Vater bei Wirklich, es Skat ist. auch immer. Das Spielprinzip ist auch nicht schwer. Also du musst dir nur merken, was die Figuren können. Und alles andere musst du halt selber wissen. Also du musst halt berechnen, was die nächsten Züge deines Gegners sein könnten. Und was du wiederum darauf erwidern kannst. Und da gibt es dann diese ganzen Eröffnungen und so, dass man sagt, hier, warte mal, da habe ich doch hier ein ganz interessantes Nee, nee, Buch. nee, nee, nee. Komm, wir müssen jetzt nicht. Jetzt geh zurück auf die Seite. Da gucken wir, ob du der Erste da ist oder ob da alle Schachspieler drauf sind. Wir gucken da jetzt nicht hier Schachregeln uns Ich habe an. hier die Erläuterung dazu. Schachnovelle. Lest Okay, das mal aber durch. das ist ja, wie heißt der? Andreas Zweig? Wie heißt er denn? Ja, Stefan Zweig. Stefan Zweig. Stefan Andreas, Ganz der Bruder. bekanntes Stefan Buch. Andreas. Ja, Auch das stimmt. gut le kann man gut Ja. lesen. Lernt man auch was über Schach. So, naja. Okay, die Seite. Wir sind schon wieder vom Thema abgekommen. Ist auf mein Live. Das ist mal so eine persönliche Chess is the Stilrichtung. purpose of my life. Aber das ist doch seine, doch, das ist seine eigene Seite. Die heißt ja auch wie Ja, aber er. auch seine Erfolge auflisten. Wobei man muss natürlich sagen, die ist nett gestaltet, ne? Also dieser König, der so, das sieht schon gut aus, diese Ja, 3D-Sache. genau. Das Hier, er so ist wie so ein Großmeister. Dings in so. Großmeister. Großmeister. Ja, Halleluja. 2700. Kannst du den König eigentlich auch wegschieben? Also, dass Nee. der nicht dumm. Ach doch. Geil. Aber. Wow. Der nervt jetzt aber ja. Aber guck mal. Der eiert so hin und her. Naja, hier, jetzt. Weltmeister Gold. oder was ist das? Gold. Gold. Weltmeister oder? Ja, er ist ein Großmeister. Der war. Großmeister im Schach. Das ist hier, das habe ich ja eben jetzt hier rausgefunden. Großmeister ist man mit einer Elo-Zahl von Ach. über 2500. Und das sieht man ja hier, ne? Seine Ja. Elo-Zahl ist ja hier höher. 2,7. Und das Für ja im Moritz letzten Mayer. Jahr vor. Und er ist jetzt auf Platz 8 der Weltliste. Kann man das hier vielleicht irgendwie mal. Kannst du mal Großmeister Nummer 1 im Vergleich? Wie ist denn die Internetseite von dem? Liste der Schachgroßmeister hier. Dann können wir da rausfinden. Okay. Wird wieder so ein Wikipedia-Ding jetzt, ne? Naja. Ernannt Ich glaube ich hat auch nur die Namen, oder? er. Ja. Eieiei. Okay. Elo Schach Großmeister. Eo habe ich wieder Eo, geschrieben. eo. Eo. Ja, das ist ja jetzt auch wieder Oh Gott. erfolgreichster Ja, wenn es jetzt nicht so schnell da gefunden wird, dann. Schachspieler. Aha, hier. Zwei. Also, Ja, die ist Seite okay. von 2, Magnus 8. Carlsen brauchen wir Da ist doch jetzt. schon mal chess.com. Das klingt doch vertrauenswürdig. Ja. Was? Oh, da war Magnus Carlsen eben gar nicht zu sehen. Wissen die das selbst nicht, wer es jetzt ist? Da ist. Hier, Kaspar auch. Den kennt man ja. Das ist Ach, ja das auch sind der. die Schachspieler auch aller Zeiten. Ja. Okay, gut, weil es war ja. Naja, der aktuelle ist ja nun. Aktuell. Nein, das ist Magnus Carlsen. Du musst einfach auf magnuscarlsen.com oder so gehen. Ach so. Ob der wohl so eine coole Internetseite hat, ja, das ist die Frage. Genau. Der hat gar keinen, oder? Ah. Steht hier. Spiel.de Ja, stimmt. Nee, der hat Chess Babe. keine. Chess Nee. Mobil.
Naja, warum auch? Wenn man so Großmeister Oder? ist, was So will jung ist der? man? Ich glaube, das war ja irgendwie der jüngste Schachweltmeister der Welt oder sowas. Das war ja. Ja, der ist ja gerade mal 10 Jahre älter als ich. Ja, ich hab ja noch 9 Jahre Zeit. Ja, So, ne? ja, ja, Also. ja, ja, ja. Der ist auch Jetzt, wo du noch es mal sagst, jung. da sehe ich dich auch, Hang. Danke. Sehe ich doch Bitte. auch. Ja. Größte Erfolge. Aber hier steht auch, vielleicht hat er so eine Internetseite, vielleicht ist sie in Quellen verlinkt. Ja, aber gut. Warte. Nö, ne, sieht nicht so aus. Offizielle Webseite von Magnus Carlsen. Ja, der dritte bei Abo. Weblinks, genau. Jetzt kommt so eine HTML-Seite bestimmt. Magnus Carlsen kommt tatsächlich. Oh, diese war Nein, auch das mies. aber nicht. So. Nee, das ist ja jetzt mies. Also das, da bin ich einfach für Leaven Aronian. Der hat das dann auch schon verdient. Dieses Lächeln, das ist doch kein Lächeln. Nee, das ist so eine Boyband, Ja, auf die er spekuliert. Coach. Ja, Wer auch sind so. das denn? Seine Geschwister? Aber definitiv nicht seine. Bio. Statistics. Naja, ist Na auch gut. okay. Also schlechteste Website ist nicht. Nee. Play Magnus. Was ist das denn? Hat er eine eigene App, oder? Ja, also. Nee, echt? 15 Habe ich es Euro nicht. im Monat für seine Takt. Oh Gott. Taktik, ja, also das ist ja wirklich. Ja, man kann auch mit allem Geld verdienen, ne? Auch mit Schach. Na, dumme Leute, die es kaufen, gibt's immer. So, von Sascha Das noch. sagt hier an der Stelle der freie Wirtschaftler. So, Das ist halt das Problem des Käufers, wenn er so etwas kauft. von Sascha kommt noch mal der Hinweis, dass er sich auch jetzt damit beschäftigt hat, wo die ILO-Zahl herkommt und nämlich von dem Erfinder Arpoilo, ein ungarischer Physiker und Statistiker. Ach, Arpoilo geil. hat die Zahl. So, komm hier. Aber nächster Link. Jetzt haben wir uns auch mit dem Jetzt beschäftigt. kommt die nächste Person, ne? Das ist ja. Dasselbe wie eben, oder? Naja, Moment, Wir achso. machen so eine Schleife immer, nur die beiden Sachen und du musst jedes Mal erstaunt tun. Das wäre ganz schön. Loading. Bruno Simon. Da oben ist schon mein Auto. Ein Nee, Auto? da. Ja, da oben, ganz klein. Oh, jetzt muss ich, hört ihr meinen Sound? Boah, jetzt. Ja, wir hören deinen Sound. Ach, jetzt kann ich fahren damit. Ist ein Autospiel oder kann das auch was? Ja, keine Ahnung, wer Bruno Simon ist. Auf jeden Okay. Fahren wir mal. Oh, und jetzt. Oder kann man, wenn man jetzt nach rechts fährt zu Projects, kann man dann da irgendwie die Wollte ich Projekte managen? gerade probieren. Oh, dann konzentrier dich doch mal, Hagen. Wie fährst du denn da rum? Das ist ja wie im echten Leben. Dann ist es vielleicht ja gar nicht so schlecht, wenn die Grünen die Autos verbieten wollen, Oh wenn deine Gott, oh Autofahrkünste Gott. so sind. Naja, es wär ja ganz schön, wenn erstmal das Internet besser würde. Dann könnte ich ja auch besser fahren. The Das ultimate stimmt, commerce Inter effort. besseres Internet ist auch gut. Open. Ja. Firefox hat diese Website daran gehindert, 8 Pop-up-Fenster zu öffnen. Sehen wir, Hagen, jetzt macht das offen. Einstellung. Pop-ups Oh, erlauben. ja. Naja, machen wir mal die 8 hinzu. Okay. Okay. Jetzt bin ich aber wirklich auch Hä? gespannt. Das jetzt? Was ist Das das ist denn jetzt jetzt? eine Okay, du musst schon wieder was exploren gleich. 95 Dollar. Das sind Informatiker, oder? Okay, du bist in den Ja. Basics. Du Wie siehst baut eine man 3D-Webseiten? Spielekonsole. Hier, ja, das sieht ja wie bei mir aus hier. Ja, genau. Naja. Hey everyone, my name is Bruno Simon. I'm a creative developer, and you might have seen some of the websites I've worked on those past years. If not, Developer hört sich auch gut an, wenn man das so sagt, ne? Also wenn man what jetzt will Franz you will mit so know? Developer. Ah, wirklich, man kann, ja, er ist Franzose, ne? Nehme ich mal an. Genau, Schön. hörte sich Ja, nach also man lernt Französisch hier an. einfach 3D programmieren. Ja, du bist doch der mit dem 3D-Drucker, der jetzt hier noch ein bisschen. Das ist ja Ha! toll. Das ist ja deine Nee, Seite, schreib den doch gleich mal an hier. gut, fahren wir weiter.
Gottes Willen. Aber die Idee ist ja toll mit der Website. Ja, die Grundidee finde ich auch gut, muss ich sagen. Oh, Playground. Ja, geil. Da kannst du bowlen. Bowlen. Oder oben durch die Wand rennen. Es ist vielleicht Parcours da oben und unten ist. Ah, ach, man muss hier entgegenfahren. Ja, ja. Was? Was? Und. Oh, ach so. Oh, das war jetzt blöd. Ach, krass. Okay. Gut, das ist natürlich. Du kannst da auch noch über Rampen springen und so. Das ist natürlich ein bisschen lustig. Aber über die Rampen müssen wir jetzt aber. Ja, das müssen wir dann nochmal. Aber dann ist auch interessant. Dann war es das an der Stelle. Aber ich könnte jetzt die Pins doch. Ja. Ja, aber so spielt. So kegelt man halt nicht, indem man hingeht und einfach gegentritt. Ich zumindest nicht. Achso. Hui. Ah, hui, ja, hui. Da ist die Rampe wohl zu hoch. Ja, die hat den Regen dick, also das ist schon. Oh! Okay, was. Hagen, okay, ich glaube, du kommst nicht gut bei weg. Wir haben die Seite hier von Bruno Simon, ein Developer für 3D-Programmierung. Jetzt kommt hier was mit Cannabis. Da sind wir uns politisch ja auch. Das ist auch gut. Cannabis. Aha. Da waren die das ja auch. Oh, das sieht doch schon mal nach Cannabis aus. CBD. Ach, das ist ein CBD-Store. Yes. Ah, das sind wir, oder? Aber wir sind doch im Stream. Da sind wir ja no. Stimmt. Nee, wir sind ja jetzt. Wir sind jetzt, yes. Das muss man Durchschnitt. So, except. Ja, genau. Das sage ich hier an der Stelle auch nochmal, liebes Twitch-Team. Wir sind eine Show für Erwachsene. Bei uns schauen keine Kinder zu. So, we are true cannabis. Ja, das sind hier so. Ist aber auch sieht auch schön aus. Legalisierung. Wenn Cannabis legalisiert ist, kann das in solchen hygienischen und hochqualitativen Produkten an den Markt kommen und muss nicht von irgendwelchen unseriösen Dealern nebenan verkauft werden, wo, was weiß ich noch, für ungesunde Chemikalien dabei sind. Genau. Kannst du mal auf diese Box, die da eben so 5 Produkte, was sind das für Produkte, die da drin sind? Du hattest ja eben so eine. Made in Schweiz. Ach, das ist nicht CBD. Alter, das ist ja jetzt verrückt ein bisschen, okay. Das ist schon CBD. Ja, aber. Versenden die auch nach Deutschland, oder? Das ist meine gute Frage. Das ist jetzt aber überraschend. Aber ich wusste auch nicht, dass in der Schweiz Cannabis legal ist. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, das kann ich auch nicht. Mal ich auch nicht. Da stand doch eben was. Hier, True Cannabis. Plant Stories. Switzerland and CBD. Oh, ist auch schön. Einfach die Seite. Schöne Seite. A Globes First. Das ist was anderes, wenn da nur unter 2% THC und Mushroom in Legal Cannabis, ob das irgendwie eine andere Ersatzpflanze ist. Ja, es ist CBD-haltiges Cannabis, ne? Aber da ist kein THC mehr drin. Was ist denn das? Ich kenne mich da nicht mit aus. Also, THC ist das, was High macht. Und CBD, was süchtig macht, oder? Nee, CBD ist das, was dieses hat so eine beruhigende Wirkung. Ich würde mal sagen, so. Mhm. Aber man wird nicht high davon, ne? Also man kommt in keinen Rauschzustand, so, sondern es ist nur so ein bisschen, es kann auch schmerzlindernd sein oder so. So, das ist psychoaktiv, ne? Und jetzt kommt CBD. Ja, das stimmt, ja. So, und CBD ist nämlich so nicht psychoaktives Cannabinoid.
Nein, dann ist das wahrscheinlich das, was in den ganzen Medikamenten drin ist. Ja, da Ja, ist aber auch genau. Ja. THC drin, weil das THC gerade mit seiner psychoaktiven Wirkung gegen so, also zum Beispiel, ach, wie heißen wir denn, Patientinnen, die so Symptome haben wie ja, so Zuckungen und laut aufschreien oder so, also ne, die vom Körper so Reaktionen bekommen, die so sehr ausschlaggebend sind, die können das nehmen und dann stellt sich das komplett ein. Aber das geht nur mit THC, also CBD reicht da nicht. Naja, genau, und das ist der weibliche Hanf, der ist unbefruchtet. Okay. Aber das ist schon witzig, wenn man da jetzt was Wim zum Geburtstag schenkt, dann kriegst du einfach so ein Paket mit 5 Joints. Und er so, wie kann, wie ist, wie kommt denn das? Also, das sieht ja wirklich sehr, sehr nice aus Kann von man der hier sogar auch Aufmachung her Deutsch und so. umstellen, Das würde muss ich man ja sagen. schon Ja, sagen. klar, den Schweizer Storch können Das wir auch ist ja 40 umstellen. Euro. Oder wie steht denn der Frankenkurs? Aber ist 1 zu 1 so ungefähr, oder? Nee, der Franke ist mehr wert. Okay. Glaube ich. Also, soweit ich das weiß. Guck jetzt hier alles auf Deutsch auch. Na, guck mal einer an. Jetzt gucken wir nochmal beim Shop, ob da jetzt auch ein Euro angegeben ist oder immer noch ein Schweizer Franken. Weil man darf das ja auch in Deutschland kaufen. Also es gibt in Deutschland ja auch CBD-haltige Produkte. Nur in Apotheken, oder? Und auf Nee, auch Rezept. in Drogeriemärkten zum Beispiel oder Ja, im und bestellen Supermarkt. kann man es ja auch. Ach Das, so. ja. Ja, so Öle und so, sogar. Das ist so ein bisschen auch wieder Aber schwierig. ich habe es Also. halt wirklich noch nie in Joint-Form gesehen. Ich habe es wirklich jetzt in flüssiger Nee, Form ich und so. auch Das habe nicht. ich aber. Das ist schon abgefahren. Okay. Party. Party. Erlebe echten Spaß. Eieiei. Jetzt schauen wir uns das mal an hier. Oder? Get together and celebrate your life. Eigenschaften. Aha, okay. Smell, View, Frischer Chill Duft out. nach Zitrus. Naja, ja gut. Naja. Okay, wir wollen ja jetzt da auch nicht die große Reklame machen. Ja. Könnte auch jetzt THC ist unter merkwürdig Ja, Drogen, wir wirken. distanzieren uns hier auch von Rauchen und Drogen, das kann Ja. ich dir auch nochmal sagen. Morgen steht in der DWZ evangelische Kirche. Ganz genau, wir haben da Sachen raus. Okay, gut, dann Das machen wir hier einfach mal ist den nächsten Link. Da geht es, glaube alles ich, um gefährlich. Kokain. Was ist Wir das? wissen nicht. Nee, wir machen ja Drogenprävention hier. Rauchen ist gefährlich und Cannabis kann auch erhebliche Nebenwirkungen hervorrufen. Bitte niemals Drogen konsumieren. So, Drogen, wir distanzieren uns von Drogen. Das ist immer wichtig, auch für Twitch. Okay, so Pitch Suns. Ist das schon wieder so ein Gibt wieder eine Schriftarten? Typ, oder? Ja. Ach Einfach Gott. nur eine Schrift. Ach Gott. Das sieht eigentlich aus wie Courier New. Ja, da ist es auch. Und dann, was wollen Sie dafür haben? Bestimmt ganz schön mindestens 300 Euro. Immer. Immer. Okay, gut. So, Test. Ach, man kann die kostenlos oder so. Test. Bei. Nee, komm. Bei. Wir wollen testen. Wer will schon testen? Wir wollen das hier gleich kaufen. No. Her damit. Contact us. Scheint das wohl nicht so ein großer Laden zu sein, wenn die keinen. Ich würde sagen, es ist schon ein ziemlich großer Laden oder sehr teuer. Das stimmt. Wenn sie individuelle Preise Aber machen. jetzt kann ich. Ah, doch, man kann hier doch was hinzufügen, glaube ich. Man muss doch. Vielleicht muss man das auch erst zu seinem Einkaufskorb oder so. Hallo? Die Website hat. Ui, das ist aber blau jetzt. Ich glaube, die Also, Website die funktioniert auch nicht Freiheit ist so. die Seite aber nicht. So ganz funktioniert die Seite auch nicht so, ne? Aha. Jetzt ist mal. Oh, Aber das die sind ist jetzt natürlich andere Schriften. schön. Oh, Die ja, ist das schön hier. hier. Aber Calibri ist dann was anderes als Kalibri. Da hat man sich ja ganz schön ins Zeug gehauen. Das ist aber auch außergewöhnlich. National. 18 Styles. Was ist jetzt, wenn ich Buy mache? Buy National. Pay once, use forever. No money. Contact us to upgrade your order or any other licensing needs. You can add multiple licensing. Aber wie add ich das into my card?
Aber ich glaube, du, so wie ich das verstanden habe, muss man die Schrifttypen, die man haben will, schickt man dahin zum Kundenservice und dann machen die dir ein Angebot. Wahrscheinlich, ne? Aber eigentlich muss das ja einfacher gehen. Man muss es doch wieder. Aber habt ihr den Satz im Kopf, der eigentlich, ich glaube, der wird immer von Microsoft genutzt, um die Schriftarten zu präsentieren, sodass jeder einzelne Buchstabe möglichst schnell aufgeführt wird und trotzdem ein sinnvoller Satz dasteht? Wisst ihr was? Ich glaube, wenn man ins Betriebssystem geht und eine Schrift ausprobiert, steht auch dieser Satz da. Habt ihr im Kopf, was da für ein Satz steht? Das Das müsste ist mir noch nie das aufgefallen. müsste der Bitte Satz geben Sie Ihren Text hier ein oder so, ne? sein. Aber das müsste bei Windows der Satz sein: Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Sind alle Buchstaben drin, die ihr braucht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das wirklich da steht, wenn ihr Windows aufmacht. Aber gut. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Weil da hatte ich mal so einen Poetry Slam in Stuttgart erlebt, der einfach dachte, wenn das der Satz ist, der so oft in Windows, was ist denn bei Franz passiert? Warum ist das Taxi verwahrlost? Und der hatte dann halt eine Geschichte zu einer ganzen Story Aber geschrieben. wo ist denn das? Wo findet man das denn Ich hier? glaube, wenn du die Schriftart dir anguckst, oder? Wenn du dir unter Windows die Schriftarten anguckst. Du meinst unter Word, ne? Unter Fonts, nee, nicht unter Word. Unter Word machen die ja nicht ganze Sätze, sondern wenn du unter deinen Schriftarten bist, die du bei Windows, ja, ist doch dann irgendwo der Ordner Schriftarten, also Fonts. Windows. Ich gucke mal meine Schriftarten. Vielleicht finde ich es ja. Schriftarten. Schriftarteneinstellung. Vielleicht da. Vielleicht ist da zumindest die Verlinkung drauf. Schriftarten. Drag and drop zum Installieren. Nee, es ist alles auf Englisch. Aber das sind auch unterschiedliche Sätze. Ich kann das ja mal. Seht ihr das jetzt? Nee, noch nicht. Nur die Internetseite. Ja. So, dann mache ich einfach Bildschirm 1. So. Jetzt. Oh ja, das sind unterschiedliche Sätze, da hast du recht. Ich guck bei mir. Nee, Leute, ich guck bei mir, ich mache einen Screenshot sofort. Franz jagt in einem komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Aber vielleicht muss ich Deutsch. Also, nee, geh einfach unter Systemsteuerung auf Schriftarten. Ja, bin ich ja, aber ich muss vielleicht Deutsch Ach auswählen. so, ja, aber. Und nicht alle Ja, gut. Sprachen. Ja, gut, das könnte natürlich jetzt sinnvoll Was ist sein. denn hier Deutsch? Ist das nicht bei. Das ist doch meist bei G, ne? Oder geh mal. Du hast es kaputt gemacht. Vereinzelte Silbenzeichen Übersehen. kanadischer Ureinwohner. Ich war auch noch nie. Altpersisch. Was haben wir denn für Buchstaben? Lateinische. Wo sind denn die? Ja, aber. JKL, lateinisch. Ja, Ja, aber haha. trotzdem, da steht es ja trotzdem nicht, der Satz. Das ist ja. Vogel quackst, zwickt Ja. Johnnys Pferd ins Bein. Ist auch kein schlechter Satz. Das muss man schon sagen, aber. Hey, du bist Ich doch bei guck. Systemeinstellungen, oder nicht? Ja, ich gucke jetzt auch. Also, das ist hier auf dem Laptop, was ich habe. Ich guck mal, ob ich das jetzt mit meinem. Schriftarten, Schrift, ja, das ist doch alles. Hier gibt's hier nicht. Oder vielleicht habt ihr verschiedene Betriebssysteme, was ja Ja, alles das sind. stimmt, das stimmt. Eine 8 oder sowas. Wenn Hast du ich. Windows 7? Hier auf dem habe ich, glaube ich, eine alte Windows-Version, das stimmt. Ja, dann ist es klar. Ja, oh, es tut mir leid, aber lustig. Ja? Oh, ha, ha, ha. Ich habe hier ganz lustige Informationen, aber es tut mir leid, ich kriege sie auch nicht hier bei Windows 10 hin. Komm jetzt Aber ran. schade. Aber die ist doch genauso wie die eben auf der Webseite hier. Das kann mir noch keiner erzählen. Die ist auch wirklich schön. Schriftgrad ändern, 24 Punkte. Nee, die kriegt von mir 100 Punkte. Komm. Nee, okay, gut. So, Dann mach ich ich schicke dir nochmal ein Beweisfoto. Kannst du ja kurz anmachen, dass Ja, das dann so. mache ich das auch gleich auf. Glaub. Ja, so, hier, schwuppdi, wupp, Foto, in wo der ist er? Schrift. Was habe ich denn jetzt hier genommen? Absalom. Aber gut. Ja, Wir ich gucken warte gleich auf dein weiter. Bild. Okay. Bei den Links, so ein paar, 5, 6, 7 haben wir noch. Wie lange braucht denn dein Bild, um hier bei mir anzukommen? Ach so, ich habe noch nicht auf Senden gedrückt. Es dauert dann weiter. Dann dauert es vielleicht noch lange. Okay. So, jetzt habe ich hier. So, jetzt geht es hier wieder rund. Neuen Link. Rewards. Trapper the Trap. Ich,
Ich bin ja nun ganz schön alt und ich habe ein PlayStation-Spiel, was zu meinem Abi, das war 95, 6, 95 habe ich Abi gemacht, da gab es das Spiel Per Rapper the Rapper. Und das war so ein Spiel, wo man einfach wie bei Senso oder so vorgegeben gekriegt hat, wann man was drücken muss in einem bestimmten Rhythmus. Deswegen fand ich die Seite gut, die fast so heiß wie dieses lustige Spiel, was ich sehr geliebt habe. Und ich weiß nicht, was Per Trapper the Trapper kann. Tja, das ist hübsche Seite. Aber ist das, oder ist das nur diese, ist das Klamotten mit Comics? Ich weiß es noch nicht. Oder ein Spiel oder sowas? Nee. Das ist auch schon mal schlecht, sag ich euch, wenn man nicht weiß, wozu die Website gedacht ist. Design, Usability, Content. Ach, das ist so, da kann man so Sachen ranken, glaube ich. Ach so, jeder kann was designen und dann kann man das gegenseitig benoten. Das kann sein. Man kann auch. Du kannst es ja überhöht kaufen. Create Epic E-Commerce. Das interessiert mich. Da heißt auch, okay, gut. Ach, man baut. Das sind wieder so Lectures, also so. Wie ne? man das macht. Ja, es sind wieder so Anleitungen. Aber was das jetzt hier ist, weiß ich auch nicht. Das ist vielleicht einfach nur ein Produkt, wo dann irgendwie so ein Designer diesen komischen. Ja, es könnte sein. Menschen da gebaut hat. Tracker.wtf. Sieht aber auch lang. Kaputt. Cringy stuff in Nonsense. Ja, das ist okay. Ready to hear some funky beats? Yep. Oh, funky! Das ist da auch schon wieder. Ja, das war ganz schön, das war viel zu funky. Und jetzt den Comic, naja, naja, naja. Okay. Ein Comic hier, ne? Oder was ist das hier? Comic. Ist ein Comic. Was der jetzt irgendwie zu sagen hat, keine Ahnung. Ich habe da keine. Ja, aber guck mal hier, ne? Also, so erfolgreich war das ganze Programm auch. 209, ja, ist richtig. Ist schon und da für den ganzen Aufwand gemacht, ob sich das gelohnt hat. Wow. Möchte ich auch mal so unterstellen. Von hier, ne? Ja, das ist hier der Beweis auf meinem Rechner. So sieht's aus. In jeder beliebigen Schrift. Franz jagt in einem komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Da lohnt es sich, nochmal einen alten Rechner anzuschaffen. Okay. So, nächster Link. Dankeschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Das stimmt. Auch lustig. Ja, okay. Gut. Next Link. Jetzt nicht den Link eben nehmen. Bloß nicht den Fehler. So. Das sieht auch wie ein Reiseanbieter, hört sich das an, ne? Kreuzfahrtagentur oder sowas. Aber es ist im Moment ein Edelweiß, was sich da dreht. Dann denke ich lieber, es ist wahrscheinlich irgendwas in den Alpen. Das kann sein, vielleicht so ein Wanderführer oder ja, so. Ja, Art Director. Alter, wenn das uns nicht umhaut, solange wie das schon lädt. Das ist aber auch, mein Internet ist eigentlich auch nicht. Nee, aber das steht jetzt oben Elias Arkentur Art Director. Also es ja, ist ich da gerade gesagt. Ja, Entschuldigung. Sorry. Tja. Machen wir nochmal neu, wa? Ja, ist auch eine schöne Seite, oder? Findet ihr nicht? Ja, Knaller. Vielleicht soll die auch gar nicht mehr können. Purer Minimalismus. Das wäre natürlich auch eine coole Website, ne? Also du gehst so drauf, also verkaufst so Visitenkarten oder verschenkst also Visitenkarten. Und da ist dieser Link drauf und alle geben das mühsam ein da in ihrer Zeile und dann kommen sie auf so eine Website. Ja, nee, finde ich jetzt auch doof. Gut, dann nehmen wir den nächsten. Komm. Die Liste ist lang. Hälfte haben wir jetzt von heute. Wofür hätte. Die Links immer? Gibt es da irgendwie so ein Internetportal oder? Du, ich gucke immer nach den besten, Internetseiten und dann Awards oder Red Knot oder so. Es gibt ja verschiedene Awards und dann kriegst du einfach dann so eine Liste von 20, 30 Internetseiten.
Ach so. Ja, Ja, und das ist die ja gut, ja. packe ich dann in meine Wordliste und schicke sie an Hagen, weil wenn ich den Bildschirm teile, dann fliegen wir hier aus OBS raus. Das ist meistens dann so, wenn ich hier gerade streame. Und naja, so gucken wir uns. Schaukeln, das machen wir aber nicht jedes Mal. Das machen wir jedes halbe Jahr vielleicht so ungefähr. So, was haben wir denn da jetzt? Das wüsste ich auch gerne. A Full Service Architecture Firm based in Old Missouri. Das ist einfach eine, hier so eine Firma, ne, die so Architektur, Real Estate und Development. Und diese Firma stellt sich hier jetzt auch vor. Schön. Das ist natürlich auch schön hier. Das Wow. sind Arbeitsplätze. Das sieht ja Das sieht erstmal auch aus wie so gerade eine so ein bisschen Werkbank. Coworking-mäßig. Das ist ja wirklich genial mit diesen Pflanzen. Nee, das ist ja wie bei, oh, wie heißt denn dieses Restaurant, diese Pizza? Papiano mit den Kräutern Ja, drauf, ja. genau, bei Vapiano steht das, ist das ja auch über dem Tisch, ne? Genau, da sind ja auch mal die ganzen Kräuter, aber es ist eine praktische Sache. Ist auch wunderschön. Aber auch sehr, wirklich, mit diesen Rolltoren, ist schon cool. Aber das sieht auch ein bisschen, wenn man so rausguckt, aus, bisschen auch wie Dritte Welt. Also es sieht ja halt nicht so aus, als wäre es in irgendeinem großen Industriegebiet, meine ich damit. Da wird gebaut gerade draußen. Ah ja, okay, ich Hier ist ja dachte. Sand und so, also, aber ich finde, dieses Gebäude sieht ein bisschen aus, als wäre es wirklich in Amerika gebaut und nicht hier. Nein. Aber, aha, sowas machen die. Tankstellenbewirtschaftung, toll. Wow, naja gut, Wow. das ist natürlich jetzt schon schön. Aber in Amerika sieht das auch immer alles so gleich aus, finde ich. Ja, das stimmt alles. So ein bisschen Reihe an Reihe, viel Backstein, Flachdach. Ah, guck mal. Schon schön, Okay. aber. Gut, ja. Also die konzipieren einfach Geschäfte. Von Tankstellen bis zu Architecture. Juwelieren. Okay. Architecture. Schauen wir mal. Ja, das ist wirklich deren Ach Markt, Gott. ne? Wahrscheinlich haben die nur die beiden Ja, Projekte gehabt. wahrscheinlich. Aber. Was ist das denn? Was ist das für ein komischer Turm, wenn da jetzt ein Schwimmbecken wäre? Was ist So, das? ein Kletterpark ist das links. Aha. Stimmt. Okay. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht hier. Naja, komm. Aber ich glaube, das haben sie letztendlich Oil nie gebaut, weil es Company. noch so. Und wieder. Ja, gut. Gut. Ah, hier. Truman. The Truman House. Was? Das ist aber auch ein bisschen merkwürdig. Das ist eine Feuerwehr oder? Ja, Und das eine ist ja. Kirche haben sie Doch, auch ich denke, gebaut. hier ist schön. Emergency Fire Rosa Station. Fire Station. Wow, das ist natürlich schön hier. Das ist ja. Das ist, aber man weiß nicht, ob sie es wirklich gebaut haben. Ich glaube, bei den Sachen, wo Klar. keine Menschen sind, haben die eher nur wahrscheinlich eine Konzeption denen abgeliefert und dann haben die gesagt: Nee, das ist zu teuer, was ihr da macht, aber sieht schön aus. Und dann haben sie es da Nee, jetzt reingesetzt. das haben die schon gebaut. Das ist alles echt. Ach so, na gut, wenn du das sagst, dann kennst du die ja wohl Das hier ist näher. zum Beispiel nicht, ey. Das sieht man nicht. Ja, aber das. Ja. Also ganz sicher kann man sich da überall nicht sein, ne? Gut schon. Aber, naja, komm mal. Also, das sieht ja, naja. Also schön ist es jetzt nicht. Nee, schön ist es Da war nicht. das am Anfang noch schöner. Ja. Mit den Grünen und mit dem Hellen. Jetzt mit der Fire Station hier, wie sieht die aus? Ah, dieses, Wie so ein aus so einem plattes Haus. Zeichentrickfilm Ja, oder ja. so. Ja. Ja, Ja, oder bei Lego vorher. Also hatte ich Krankenhaus, Polizeistation, Feuerwehr, sah alles irgendwie genau so aus. guck mal, auch so wie geleckt alles. Ja. Auch diese Lampe hier, so wer macht da denn eine Lampe hin? Niemand. Naja, Die führt ja auch zu nichts. Okay, alles klar. Nächster Link, komm. haben wir da Toll. wieder was gelernt. Aber die würde ich beauftragen, die sollen mir mal Was? 100 Wasser, einmal 100 Wasser-Stil. Die sollen mal was im 100 Wasser-Stil Darf bauen. nicht Das glaube nur, ich ich dann. dachte, es darf nur 100 Wasser was in 100 Wasser-Stil machen oder seine Erben. Nee, aber das ist dann, weiß ich nicht, aber im Stil. Also die sollen das natürlich so. Das wäre natürlich cool, weil ich glaube, das wäre eine große Herausforderung für die, mal keine geraden Sachen zu bauen. Ist das nicht das von gerade? Ja.
Gut. Gut, dass ich wieder Wow. aufgepasst habe. So. Zack. Swap the world. Bin ich aber wirklich auch sehr gespannt. Dreh die Welt um. Fair fight for all. Blood cancer strikes. It's pretty damn simple. A quick cheek swap gets you. Ah, das ist also eine Website für Blutkrebstypisierung. Oha! Also du kannst dich typisieren lassen, um potenzieller Spender, potenzielle Spenderin, Knochenmarkspenderin zu sein. Aber eigentlich ist es so, dass wir in Deutschland ganz gut aufgestellt sind, ne? Ja, Mit nee. unserer, also das wäre ja jetzt nicht sinnvoll, oder wäre das zusätzlich sinnvoll, sich noch so einer internationalen Datenbank Die anzuschließen? werden ja wahrscheinlich sowieso irgendwo international geteilt, weil irgendwann oder oft ist ja auch den Medien dann, was weiß ich, die deutsche Person hat einen Spender aus, keine Ahnung, Kanada bekommen oder Ja, Frankreich oder eigentlich was schon, weiß ne? ich. Ja. Ich glaube, also eigentlich wäre es ja zumindest sinnvoll, wenn da irgendwie so eine internationale Ja, Datenbank wäre. Ist ja bei genau. Organen, glaube ich, auch so, dass es da eine internationale Stelle gibt. Weil das ist immer komisch, wenn man das dann erst so liest, dann denkt man, ist das jetzt ein Privatunternehmen, was das jetzt anbietet und nochmal so eine Datenbank erzeugt? Das ist ein bisschen komisch, ne? Da habe ich dann bei DKMS ein besseres Also, Gefühl. DKMS ist jetzt aber auch kein staatliches. genau, ich glaube, die sind auch ein, weiß nicht, eingetragener Verein, gemeinnützige Ah, GmbH, okay. keine Ahnung, Ja, lässt sich Stiftung. ja schnell rausfinden, die Rechtsform. Und Ah, vielleicht da, Gemeinde, gemeinnützige genau. GmbH, okay. Ja, genau. Ja, genau. Also die sind natürlich auch, sie sollten nicht im finanziellen Interesse arbeiten, aber sie verdienen auf jeden Fall auch Geld damit. Na gut, das müssen sie ja auch, um so eine Arbeit aufrechtzuerhalten. Also sie machen ja wirklich Aber sie sehr gute hier, die Arbeit. kann jeden treffen auf der Welt. Hier so, oh, du. Ja. Nicht zwischen Ländergrenzen. Deutsche Wurzeln. Ach, sind Deutsche. Aha. 80% sind Deutsche. Weltweit und unabhängig. Wir bauen internationale Arbeit mit Hochdruck aus. Das ist doch gut. Ja, genau. Also international versuchen dies hinzukriegen. Also wäre es vielleicht gar nicht schlecht, hier auch noch dabei zu sein. Guck mal, von wem werden die unterstützt? Kanada? Ja, da ist anderes wahrscheinlich Frankreich. Ja, Oder wahrscheinlich. vielleicht da irgendwie da Quebec, das ist ja auch in Kanada Naja, französisch. Vielleicht ist es auch da die Ecke. Franco-Kanada. Genau, Franco-Kanada. Sieht aus wie kanadische Webseiten, ne? Genau, auf Französisch gibt es die Webseiten noch. Aber da hätte ich ja jetzt eigentlich gedacht, dass das alles automatisch irgendwie internationaler Datenpool ist. Ja, natürlich, klar. Das ja, fände Dass ich auch sinnvoll. jede Organisation selbst organisieren muss und irgendwie einen Partner zusammensuchen muss. Seid ihr denn typisiert? Bin ich. Tatsächlich noch nicht. Irgendwie hat sich noch nicht ergeben, aber hatte ich mir auch schon immer vorgenommen. Aber es ist ja jetzt ein guter Nochmal, ja, das Startschuss, es um ist sich das eigentlich zu ja nur eine beschäftigen. Das ist ja Kleinigkeit, Reminder, ne? ne? Ja, Ja, genau. Ich ja. glaube, das kann man ja auch da im Online oder online bestellen, dass man sich das zu Hause zukommen lässt und dann Total, bestellt. ja, genau. Du kriegst du einfach so einen langen Q-Tipp und dann zack, Genau, Röhre drückst und eine zurück, kostet Minute dich und dann nichts. ist das fertig. Ich hatte damals so eine, also wir hatten damals mit unserem Jahrgang so eine Aktion in der Schule gemacht und dann konnten alle da sich typisieren lassen. Was mehr, Und wir hatten da, doch. ja, da haben wir das sogar so geleitet, diesen Bögen ausfüllen und so. Wir haben das alle gemacht und da an dem Tag haben wir, glaube ich, 50 Leute oder so oder mehr sogar, haben sich da typisieren lassen. Das war ein guter Erfolg. Was mir, wir Naja, hatten mehr, ja, also es waren 150 oder so. letztens so eine kurze Diskussion zum Thema Blutspenden. Und da war ich wirklich naiv vorher, weil ich wusste gar nicht, dass natürlich Blutspenden, genau wie jedes andere organische Material, das muss ja auch nach 4, 5 Wochen weggeschmissen werden, weil einfach das ist nicht mehr brauchbar. Und das fand ich so krass. Stimmt. Ha. Ach krass. Und dann immer wieder auffüllen, das war für mich eine völlig neue
eine völlig neue Erkenntnis, was auch dazu führt, dass man echt häufiger Blut spenden sollte, weil einfach Blut abläuft. Und das dauert nicht allzu lange. Ich glaube, die haben sowieso mal irgendwelche Engpässe, gerade jetzt wieder. Ja, Das, dann auch diese besonderen Blutgruppen da ja sowieso immer. Ja, also man absolut. Muss ja ein bisschen gucken. Also man kann ja in den Krankenhäusern auch selber spenden. Ne? Also man kann ja auch ins Krankenhaus gehen und kann sagen, ich will Blut spenden da. Ah! Du hast jetzt was Cooles rausgefunden. Sorry, das sehe ich jetzt ja, gerade. Ja, wie cool. Genau. Ja, der kann ja, also ich würde jetzt auch mal zum Blutspenden sagen, das ist aber auch ein bisschen schwierig. Also man sollte das schon machen, denke ich. Also das ist schon ganz gut. Aber natürlich nur, wenn man es kann auch. Ne? Manche können ja auch nicht. Aber es ist, ja, ist, denke ich, immer eine sinnvolle Sache und so oft wie möglich eigentlich auch. Ja, genau, ich habe rausgefunden, ich habe geguckt, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt spenden will? Also, ne, wenn ich jetzt hier mich reklubisieren lassen will, bekomme Donner. Dann wird man gefragt, wo man denn lebt auf der Welt. Dann kann man sich ein Land aussuchen, Deutschland. Ja, krass, ja, sehr gut. Und dann okay, wird man weitergeleitet an die DKMS. Sehr gut, so. Fügt sich doch alles zusammen. Klasse. It's a match. Ja, toll, ne? Ja. Ein Freund von mir, ein guter Freund von mir, wurde auch schon benachrichtigt. Der musste dann zum Arzt und musste sein Blut abgeben und so, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es doch nicht passt. Hier Norman Lai, Diakon Bad Pyrmont, der hat so eine Transfusion oder so eine Rückenmarkstransplantation schon hinter sich gebracht. Manchmal machen die das gar nicht mehr über das Rückenmark, das wusste ich auch nicht mehr. Eher selten wurde wohl gesagt, die machen das jetzt auch übers Blut einfach. The Year of Greta. Na, da haben wir eine Vorstellung. Aber was will uns das wohl sagen? Change is coming. Change is coming. Whether you like it or not. Okay. Das ist die Internetseite von ihr, oder? Nee, das glaube ich nicht, dass es von ihr ist. Also ich glaube, das wird wer anders eingerichtet haben. Please enable sound. Ja, kein Problem. Nein, ich glaube, wenn das ihre eigene ist, wäre das ein bisschen auch ein bisschen überheblich. Wobei, hier, Moritz, kannst du überlegen, hier, Bundestagswahl, überleg mal, wo du draufstehst hier. Also mit so einer schönen Hologramm. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protests. But we can still fix this. You can still fix this. Great idea. Wonderful. It's going to take youth to make changes, right? Yeah, well, marvelous, I think. Yeah, all for her. Cheers. She seems very young. She seems very over-emotional, perhaps. Maybe rightly, as Vera said, for the right reasons. Sounds like she's got every reason to be. I mean, she talks, you know, she's in tears there about the fact that she thinks that politicians are just wasting their work. Yeah. You know, and I just think it's so great. Jetzt kann man so die Monate durchgehen. Ach, krass. Das Jahresklang. Ja, okay. Ja. Understanding. Anti-war. We were going to leave you. Weil dann scheint es ja doch ihre eigene Seite zu sein, wahrscheinlich. Weiß es nicht. Conservative commentator in America who called her a mentally ill Swedish child. Das ist sehr mit dieser, also wirklich auch richtig gut. Auf Twitter. Da kommt man direkt zum Redner. This was just announced moments ago. The wahrscheinlich ist das eher so ein Ding, dass irgendwer für sie gemacht hat und sie hat gesagt, ja klar. Greta Thunberg. Also ich glaube nicht, dass sie gesagt hat, ich möchte so eine Seite, wo ich dann in der Mitte stehe und dann um mich rum meine ganzen Monate. Und ja, und die wird es auch wahrscheinlich nicht The Year of Greta nennen. Du kannst ja mal gucken, ob du die Seite von Greta Thunberg findest. Der bestimmt eine andere. Aber es ist nett, also nett gemacht. Nee, das stimmt. Also, ne, also Moritz, ich erwarte das wirklich. Wenn du jetzt in den Bundestag gewählt wirst, dass du dann so, ne, auch Jugendparlament und alles, was dann so um dich rumschwebt, vielleicht, dass du auch irgendwelche anderen Leute dann irgendwie die Hand gibst und dann trotzdem Jugendparlament da steht. Das wäre ganz schön. Ja, wenn es klappen würde, auf jeden Fall. Da müssen wir ja, ich glaube, dann ist von der Finanzierung auch sowieso eine eigene Website sowieso drin. Genau. Man ist da ja nicht ganz so schlecht aufgestellt. Nee. Das stimmt auf jeden Fall. So. Man hat schon so seine 10.000 im Monat. Dann noch sein Budget für die Mitarbeiter. Ja,
Das sind ja dann auch noch mal 10.000. Genau. Wir hatten ja, Johannes Schraps hier auch schon im Talk und der hat uns so ein bisschen was über den Bundestag erzählt und auch, dass es da halt so eine Kneipe gibt, wo man aber immer nur zwei fremde Leute mitbringen kann. Ah, das habe ich auch schon erzählen lassen. Da gibt es wohl, weiß nicht, die besten Rotweine und Champagner und was weiß ich alles zum Spottpreis. Und weil ich glaube, 600 Euro Mitgliedsgebühr kostet das für die Abgeordneten, und aber wie gesagt, nur zwei Leute. Aber die Preise da drin sollen sich wohl echt zeigen lassen. Die sollen wohl echt günstig. Also ja, da muss ich auch nochmal unbedingt rein. Ja, es gibt auch eine, es gibt auch eine Sauna im Bundestag. Okay. Eine Turnhalle haben sie ja auch und einen eigenen Kindergarten. Ja, und ja. Sind ja schon gut ausgestattet. Ach so, ja, Weblinks. Twitter. Nee. Komisch, nee, okay. Gibt's nicht. Gibt's nicht, gut. Nee. Okay, alles klar. Nehmen wir die nächste. Nehmen wir die nächste, aber trotzdem, schöne Seite. Ja, komm mal. Wer jetzt hier ein Referat mal über Greta Thunberg machen muss, ich glaube, da irgendwie ein paar Screenshots von zu machen oder abzufilmen, lohnt sich. Ja, wenn man nicht gerade Ispi, hi, hi. Wenn man nicht gerade in Texas wohnt, also ich meine natürlich Texas Höfing, dann kriegt man das vom Internet vielleicht auch gerade so hin. Okay, das, ja gut, das ist ein Nationalpark. Das Canterbury kenne ich vom Ghost. Was ist das? Oder? Will man das hier? Freeplay Challenge? Nee, was? Freeplay will ich. Ja, ja, okay. Hallo. Was? Nochmal. Aber okay. Komm, doch, wir spielen das hier. Ja. Ich bin ja wirklich gespannt. Immer dieses Ladesymbol. Ja, das ist auch immer nicht gut, wenn bei deinem Recht. Ah, oh! Ach, ein Wimmelbild! Wie schön ist das denn? Ach du Scheiße. Okay. Find the character. Okay, wir müssen den Wanderer mit dem Rucksack finden. Ja, können wir da, kannst du da drin rumscrollen noch oder ist das alles? Hab ihn. Hat ihn schon. Hier unten Wie spannend für jetzt uns. Wir den nächsten. Kannst du scrollen oder ist das ganze Bild haken? Nee, das ist das ganze Bild. Okay. Beschissen. Aber oh Gott. Echt, wenn man. Das ist, wo ist Walter für Profis? Ja, aber das ist an sich auch ganz niedlich, wenn du im Unterricht sitzt und irgendwie so nebenbei einfach nur zuhören musst, jetzt aber den Typen mit dem Buch suchst. Ja, ist schon süß, ne? Ist wirklich süß. Was ist das denn? Das ist auch richtig gut fürs Gehirn übrigens. Echt? Ja, du musst doch nur gucken. Ja, aber du trainierst ja Sachen zu lesen. Man ist sich immer sicher, dass man ihn gleich findet, ne? Das ist ja jetzt echt schwierig. Ja, vor allem, weil man echt denkt, ja, ich hab doch jetzt mir schon alle angeguckt. Man denkt, das ist ziemlich leicht. Schnell. Genau. Und irgendwo steht er dann. Ach, die Geräusche sind schön, ne? Also so Naturgeräusche. Ja, 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 ja. Wo ist Walter? Wo ist er Walter, denn? Walter, bist du im Chat? Walter, bist du im Chat? Können wir Walter war vorhin kurz da. Ich weiß jetzt nicht, ob Walter immer noch da ist. Nee, im Moment ist, Walter nicht da. Der ist nicht drauf hier. Riecht mir nicht an. Das kann doch nicht sein. Bist du sicher, dass du nicht rechts und links... Du bist hier sicher, ne? Du bist hier... Ja, ich kann ihn. Ah, doch. So. Aber nur minimal, oder was? Ja, aber vielleicht da irgendwo. Gehen wir nochmal nach oben. Ja. Ah, da ist er. Siehste. Oh, ach, da, oh, ach du Scheiße. Der ist ja auch... Dünn. Der ist ja auch winzig. Ja. Guck mal dann. Das können wir, könnte man ruhig mal ein Screen von mir. Ja, gar natürlich. Das wäre super interessant. Ich meine, nee, dann müsste schon jeder eine Maus haben und darauf wie beim Puzzeln zugreifen können. Also das wär dann netter.
Ich habe den hier schon dreimal gesehen. Und ich auch gedacht, warum? Wo? Diesen Kerl hier. Wo ist der? Och Mann, das ist. Der ist auch wirklich schwer. Gibt es da auch eine Auflösung oder? Guck mal, der hier ist so ähnlich. Ich glaub, oh, das ist er doch. Ich glaube, der hat noch was anderes an, das ist er. Ja, aber der hat einen roten Pullover. Ja, das stimmt, aber ich glaube nicht, dass es noch einen mit weiß. Aber du kannst nichts machen, wenn du draufklickst, passiert nichts. Nee, passiert nichts. So, und schon kommt deine Freundin angewieselt, ne? Wo es um Suchbilder geht oder was ist da passiert? So. Ja. Puzzeln, Suchbilder, ja. Zack. Ja, ich kann da oben sein, ja. Da! Ja, da oben. So. Tatsächlich Tatsache. Kein Problem, ich helfe. Ja, gerne. Alles klar. Vielen Dank, vielen Dank. Okay, aber wir können ja auf die nächste Seite auch, oder? Also das ist eine coole Seite. Natürlich. Ja. So. Nee, nicht Neustrand. Moritz, wenn du im Nachhinein Links haben willst zu bestimmten Seiten, kein Problem, schicken wir raus. Es ist ja eine Liste, die hier, ne, wenn du denkst, ach Gott. Seite, jetzt haben wir was für morgen, ja. Was, morgen spielen wir doch Raft? Ach so, morgen während der Besprechung. Nee, da gebe ich euch aber keine Seite, ich bin nicht bescheuert. Das hat ja gar nicht geklappt. Hier. Diesen Hut müsste man dann leicht kommen. Ja, irgendwo drüber legen, durch eine Bank oder sowas. Hier unten, ne? Würde ich mal sagen. Ja, da ist er. Sehr gut, Hagen. So, Fernglas. Aha, da ist sie, die Frau, direkt unter der Bubble quasi. Unter der Bubble, wo sie zu sehen ist, direkt oben in der Ecke. Neben dem. Ja, da. Ja. Okay. Hab ihn. Da. Jetzt ist schon hier, ja. Er ist bestimmt oben auf dem Dach, oder? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir nämlich schon so ein verständliches Gehirnprotokoll uns angeeignet und können alles sofort. Ja, der ist wieder in der Mitte. So. Neben von eben. Ja, ganz genau. Da ist er. Aber das ist, glaube ich, auch einfacher als das eben. Ja, habe ich auch das Gefühl. Nicht so verwirrend. Und dieser rechts unter der Sitzbank. Und der wurde mit der Maus bis rechts davon. Genau. Der latscht doch bestimmt an selber Stelle rum. Der ist links über dieser grünen Bank unten links. Ja. Ein bisschen links noch. Ja, genau. Aha, der Hund. Okay, ja, schön. Nächster Link, komm, Hagen, nächster Link. Wer weiß, vielleicht ist es auch ein Spiel, in dem wir uns verlieren. Ach komm, da oben. Ja, der Hund. So, okay. Ja, ist doch genial. Ja. Wirklich gut. Das ist wirklich gut. Schöne Seite, iSpy, hi, risken.co, merkt sich jeder. Muss man ja gar nicht aufschreiben, hat man ja sofort im Kopf. iSpy, hi, risken.co. Achso, ja. Habe ich den aus Versehen wieder kopiert. Ach, Mann. So. Let's go. 2019 Creative Friends. Oh ja, so eine Internet-Design-Seite. Right Colors, Cartoon Faces. Major Trends. Design Culture. Wahrscheinlich einfach nur die Trends, was aktuell modern ist im Internet oder sowas. Das ist modern? Ja, dann wollen sie wissen, dass Gelb die Farbe des Jahres ist oder sowas. Oha, okay. Wir haben neulich.
Nein, nicht Melinda das. Nicht eigentlich. Atrix Opulence. Oh, ich bin überfordert jetzt. Gold auch Chains, Animal Prince, Attitude. Elegance Print ist um 1060% gestiegen. Und Captain Print auch. Um 731%. Okay. Und Leoparden um 168 immer noch? Das ist doch. Ach, schlimm, weird. Ne? Leoparden weird. Übel, ne? Okay. Oh Gott, und diese Ketten. Das ist ja so ein Oma-Muster. Goldketten. Ja, 80s. Goldketten-Schuppenmuster. Okay. Yesterday is tomorrow. Hm. What's old is new again. Hm. 2019 ist das wohl gemerkt, ne? Also, ich möchte nur mal sagen, wir sind jetzt hier auch wieder 2 Jahre behind. Beyond Plastic. Ja, das ist ja überraschend. Kawaii. Kalamari. Ja, so Henna-Krams. Traditional Method. Rococo Romance. Das ist. Okay. Wie lange geht denn das Rococo noch runter? Was sind das für komische Trends? Ist auch immer noch on trend. Hypnotize. Everyday Futurism. Face ID. Esports. One to watch. Tempo. Was? Tempo? Oh, da ist so ein bisschen lecker zumindest. Dann muss ich wieder an die Torte denken, die morgen kommt. Ja, so ein Donut würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Aha. Gut. Okay. Kann man das hier vielleicht einfach das Jahr ändern? 2020? Tatsache. Was jetzt kommt. Alter, du kleiner Fuchs. Ja, das ist doch vielleicht interessanter, ne? Die Trends von 2020. Ach, hier geht's ja los. Aber kann man die auch auf Deutsch sogar? Mal an. So. Ah. Die goldenen 20er. Oh, ja, das kann ich nachvollziehen. 2020. Das hat so einen gewissen Charme. Aber Goldmuster. Gold. Goldmuster. Heftig. Ja, oh. Okay. Lineare Geometrie. Art Deco. Echt? Ich habe letztes Jahr hab ich noch gedacht, Barbares für Rares. Bei jeder Folge, die ich gesehen habe, immer Art Deco. Tja, das hat den Trend nach oben getrieben. Cool. Okkultismus. Was? Was? Okay, dass der Trend im letzten Jahr Richtung Okkultismus ging? Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Okay. In voller Blüte. Fassadenbegrünung. 83%. Die Trend habe ich aber letztes Jahr nicht wahrgenommen. Was, die Fassadenbegrünung? Nee, auch die davor mit denen. Ja, das muss ich auch sagen. Das ist, also die Gold habe ich wahrgenommen und Fassadenbegrünung habe ich auch wahrgenommen. Oh, okay, das ist Hagens Seite. Aber normal sowieso die ganze Zeit nur zu Hause. Oh, jetzt sind wir wieder beim Cannabis. Ja. Cannabis. Und da haben wir wieder CBD. Aber wieso jetzt minimalistisches Branding damit aufgeführt? Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Minimalistisches Schwarz. Naja, so ganz schwach einfach. Oh, Schwarz ist aber 1700% im Kaffee. Mhm. Ja, aber es stimmt schon. Schwarz ist auch einfach eine schöne Farbe. Leben in der Wildnis. Aber ja. Ich finde das so eine krasse Zusammenstellung von Art Deco, minimalistisches Schwarz, Cannabis, Leben in der Wildnis. Was ist das für ein Zusammenhang? Wie kann man. Und natürlich, das hätte ich jetzt auch als nächstes mal gedacht. Da kann man mir nichts verpassen. Game on. Sport und Fitness. Sport.
1600%. Ja, das ist ja klar. 2020 haben alle mehr Sport gemacht. Sehe ich irgendwie schon so. Mhm. Protestkunst. Ja, okay. Überraschend. Krass. Passt auch gut. Aber trotzdem komisch, dass dann irgendwie die chinesischen Blüten irgendwie plus 4000 und die Protestkunst plus 400. Wobei, weißt du, vielleicht bei den Protesten, die waren da schon 2017, 2018 recht beliebt. Vielleicht liegt es dann daran, ja, dass sie nicht mehr so weit okay. Ja, das kann natürlich sein. Ja, ja. Nach vorne gekommen sind. Ja. Lokale Trends, okay. Netherlands. Germany. Ach, warum Germany jetzt? Das soll jetzt Germany sein. Was? Ja, Vintage? Ja. Blumenillustration? Ja, ist glaube ich nicht Germany. Germany ist genau hier. Das ist schon cool. Okay, da wollen wir mal nicht. Ja. Okay. Europa-Kollektion. Jetzt gucken wir uns die Europa-Kollektion an. Ich bin mal kurz auf Toilette. Das ist alles nur blau, oder? Nicht. Ist man die auch so verschwommen, oder? Ja, es steht einfach noch nicht. Achso, jetzt sieht man was. Speziell für Sie zusammengestellt. Europa-Kollektion ist das nicht jetzt. Ausgewählte Kollektion. Alle Cookies. Komm, wir nehmen alle. Die sollen meine ganzen Daten haben. Ah, das ist aber auch interessant. Erst sagen sie die großen Trends und dann verleiten sie sich weiter, jetzt hier die ganzen Bildlizenzen zu kaufen. Ja, ne? Wahrscheinlich, ne? Schick gemacht. Das ist auch so farblich Übergang. Farblicher Übergang. Aber das sind die Bilder, die 2020 im Trend waren. Aber so richtig diese Fische, ich weiß ja nicht, ob das jetzt Zebra so war der letztes Jahr. Naja. Minimalismus. Okkulte, das taucht ja alles wieder auf. Aber von Gorillas habe ich jetzt nichts gehört. Jetzt kommt, das ist ja wirklich ganz genau nach diesem Trend sortiert. Guck, jetzt kommen hier nämlich Natur kommt hier jetzt. Jetzt als nächstes kommt dann auch noch Sport. Boah, genau. Das hier ist angesagt, sowas. Das stimmt. Das ist auch 2021 noch angesagt. Vektoren-Set. Das würde ich auch kaufen. Das brauche ich nämlich für Instagram. Und da kann man damit Vorlagen machen mit dem Programm? Oder ist das nur das Bild, was man eigentlich... Shutterstock, die verkaufen so Stock-Footage, ne? Also. Genau, kostenlos. Ach, kostenlos. Aha, muss ich mich nur meine Daten kostet. Nach dem ersten kostenlosen. $29. $29. Aber 29 im Jahr ist ja sogar noch okay. Kaum bin ich weg, kauft ihr jetzt was? Ja, wir wurden jetzt von hier, von diesem Trend, sind wir jetzt auf diese Trend gekommen. Ja, ja. Europa, und dann kannst du die Bilder kaufen. Okay, na gut. Gut. Aber ist das jetzt nicht total doof, dass sie diese Bilder hier schon so einbetten ohne Shutterstock drüber? Naja, ich glaube, du kannst sie aber auch nicht gut runterladen. Also du wirst sie nicht einzeln anklicken können, um sie gut als Publikation zu nutzen. Meinst du nicht? Der böse Abmahn, Anwalt und... Meinst du nicht? Oder so, genau. Oder dass wenn die digital auftauchen, dann... Ja, mit Snipping-Tool, da kannst du überhaupt nichts bewerkstelligen. Das ist ja winzig klein. Nee, ist auch doof. Also ist auch noch dieses Herz daraus bauen. Ich meine, man muss sich ja auch überlegen, dass ja da auch KünstlerInnen oder FotografInnen, die wollen ja auch Geld verdienen, ne? Naja, okay. So, nächster Link. Wie viel haben wir noch? 3 oder 4, ne? Also das, der Abend... 2 haben wir nur noch. 3. 2. 2. Ach ja. Ja, aber ist ja auch nicht schlecht. Da müssen wir ja noch gucken, ob wir sicher sind. Und dann reicht's auch. Dribble mit 3B. Dribble. Dribble. 2018. Das ist doch wieder so ein uralt. 2018. Puh, das ist ja schon lange her. Wahrscheinlich irgendwie so ein Jahresrückblick oder sowas. Year in Review. Ja. Komm. Ja, komm, guck mal so mal 2018 an. Hm. Amazing year.
Ja, es ist auch wieder so Design und so ein Kram. Ach, wie blöd. Über 4 Trillionen Pixel. Mhm. Ach, das sah eben noch vielversprechend aus. Jetzt wird's ja Mumpitz. Smart Bitcoin Mining. Mhm. Da mache ich gleich mit. Ja. Sind wieder hoch im Kurs. Aber Bitcoin Mining ist, glaube ich, auch ineffizient bei mir. Aha. Das ist ja schön. Auch schön gezeichnet. Ja, aber für was jetzt? Also, ja, die stellen hier jetzt die besten Dribble-Websites vor, wahrscheinlich oder so. Das ist ja ach, okay. Company, ne? Genau. Find World Inspiration, Explore Design, Hire Design. Nee. Learn Design GoPro, Find Work, Inspiration. Das ist so eine Jobplattform, glaube ich. Okay, ja gut. Für alle ja. Designer im Designer. Oh, ja, Was? Nein. Da hatte ich letztens ein Bild auf. Aha, willkommen. So. Das Spiel, bei dem du der Flüchtling bist. So, das ist der letzte Link, ne? Richtig? Ja. So, dann machen wir doch mal hier das Spiel, bei dem wir der Flüchtling sind. Nee, was? Kannst du dich oben einfach draufklicken auf den Geflüchteten? Das wurde abgeschaltet, das Spiel. Ja, bei der Flashplayer. Weiß ach, nicht, scheiße. Der Flashplayer. Ende 21 ist es fertig. Die neue Version. Mm. Ja, schade. Staatspreis 2006. Ist auch schon sehr alte Website. Ja, das stimmt. Ja, naja, das war der. Aber warte, hier steht doch, hast du zwischenzeitlich Lust auf eine Challenge? Mach mit bei der UHCR Online Rätselrally. So. Ja, dann machen wir da. Ja. Regeln. Auf dieser Seite sind 6 Videos, in denen du ganz besondere Leute kennst. Ja, Regeln sind nicht wichtig. Nee. So. Uiuiui. Hallo, Rojbash. Ich bin Salah Amo. Schön, dass ihr hier seid. Komm rein, bitte. Ich bin so Musikspieler, Sänger und Komponist. Das heißt, ich komponiere meine Musik. Viele auf meine Lieder auch, ich schreibe die Texte auch, manche von denen auf Arabisch, manchmal auf Kurdisch. Ich bin jetzt seit 8 Jahren hier in Österreich. Wien war für mich erste Station, ich war in Dreiskirchen vor 2 Wochen. Danach war vor ca. 6 Monaten in Oberösterreich, in ein Flüchtlingsheim dort. Und dann ich war zurück noch einmal nach Wien, nach ca. so 7 Monate oder so. Ah, sind natürlich sehr lang ja, alle, aber schön, ne? Mein ja. Kampf zu ja. Wir Heimat können die doch so durchskippen. Also schön. Ach Gott. Ich brauche mal wahrscheinlich an wegen Kennwort das Lösungswort vom Rätsel oder so. Oh Scheiße. Mann, es ist ein neues Land, eine neue Sprache. Mann, es gibt so viele neue Sachen, es fehlt, dass das Wort habe geändert, nicht von Kämpfen mehr suchen. Und dann mit Musik, ich bin selber Musiker, hat mich sehr geholfen, dann, dass ich könnte sehr schnell wirklich das Gefühl zu haben, dass ich bin fast zu Hause. Es gab für mich zwei Sachen. Es gibt Social Integration und es gab die musikalische Integration. Ja? Und Wien, es ist ein Klassik. Sozusagen Klassikmusikstadt, ja. Aber ich bin so von Weltmusik und traditioneller Musik. Für mich war auch, das war ein bisschen schwierig. Und zwar für mich große Frage, wie kann ich in diese Szene, in diese Musikszene hineingehen? Ich habe Musik in Damaskus Konservatorium studiert. Ach.
Und Damaskus Konservatorium, es ist ein Teil von Damaskus Opernhaus. Das heißt, meinst du jetzt Damaskus oder was ist der Hinweis? Im Konservatorium war es sehr einfach, einfach in Damaskus Opernhaus zu spielen. Deswegen, ich habe wirklich viel dort gespielt. Und ich habe so zwei Projekte in Syrien gehabt, die immer die erste Konzert von die beiden Projekten, sie waren in Damaskus Opernhaus. Und für mich das Ort, es war sehr speziell und sehr beliebter Ort. Für mich Musik ist ein Konzept und Weg zu leben. Und durch die Musik so, ich kenne mich und ich sage zu Leuten, wer bin ich? Auf der Website von Langtag der Flucht, es gibt ein Foto von mir von 2019. Es gibt dort einen Hinweis. Einfach schauen. Oh. Aha, auf der Seite vom Landtag, wer zu sehen ist. Okay, aber... Auf der Website von Landtag der Flucht, es gibt ein Landtag Foto von... Landtag der Flucht, was? Aber, also ich glaube, wir sollten uns da jetzt nicht durchrätseln, Hagen. Wir können uns irgendwann anders mal da durchrätseln, oder? Eieiei, so sechs Level. Alter, das ist doch mal eine schöne Aufgabe, aber... Trotzdem nett gemacht. Die Kollegen aus Österreich hier mit dem Webquest. Ja. So, aber Hagen, zum Abschluss gehen wir noch mal auf Sind wir schon sicher? Denn Moritz, es gibt eine programmierte Seite, die jeden Tag die Impfquote quasi durchcheckt und dir dann sagt, wann wir sicher. Also 1417 Tage bis zur Herdenimmunität. Und das Schöne ist, wenn man diese Seite verfolgt, also als wir letzte Woche Donnerstag drauf geguckt haben, waren es noch 1456 Tage. Und man merkt ja, es sind ja erst 7 Tage vergangen und trotzdem ist diese Zahl um 50 Tage irgendwie schon geringer geworden. Die Seite macht Bock. Guckt da drauf, da geht es nämlich viel schneller runter, als wirklich die Zeit vergeht. Und das ist sehr schön. Und das Gute bei den Impfen, dadurch, dass da ja so langsam sind und viel zu wenig Impfstoff bestellt haben und sich das jetzt alles nach hinten verzögert, werden die Leute natürlich immer älter und kommen früher dann in die Prioritätsgruppe 1 bei den Rentnern, weil wir ja immer länger warten müssen. Ja, so sieht's aus. Also von daher eine schöne also ich Seite. Sag mal so, es ist, letzte Woche waren es 3,5, diese Woche sind es 3,6. Man muss auch mal kleine Maßstäbe setzen. Ganz meine, wenn genau. Weiter auch in dem, mal kleine Brötchen backen. Wenn wir jetzt weiter in dem Tempo gehen, dann jede Woche 0,1%, dann ist es doch eine ganz einfache Rechnung. Dann sind wir doch, nach 1000 Tagen sind wir doch durch. Das ist doch wunderbar. Ja, gucken wir doch mal. Gucken wir mal, wie wir unsere Freizeit. Ich glaube, wir arbeiten auch mit Schnelltests bald. Da bin ich mir ziemlich sicher und es funktioniert dann das ein oder andere in der Jugend. Das ist auch schon seit Wochen und Deutschland hat da ja auch schon wieder den Start verpennt. Ja. Also es zieht sich ja irgendwo. Es zieht sich, aber Leute, solange wir hätten niemals im Leben zu dritt einfach jetzt so abends zusammengesessen, über so wichtige Themen diskutiert und uns so Quatsch-Websites angeguckt, wenn jetzt nicht alles irgendwie im letzten Jahr über uns rübergeprasselt wäre. Von daher an einigen Stellen denke ich, wow, das ist ein Fortschritt und das ist super, auf die Art und Weise in Austausch zu gehen. Also nochmal... Ja, ich bitte? Bestimmt, sonst, wenn wir jetzt nicht so streamen, hätte ich bestimmt nicht diese LED-Kette hingegangen. Das sage ich dir. Reagiert die auf Töne? Ich hatte nämlich das Gefühl, dass wenn du. Ah! Oh, dann plötzlich blau. Ach so. Ach. Nee. Okay, na gut. Nee, das ist einfach. Ich kann jetzt auch rot. Ja, wow. Okay, ja, davon gibt es nächste Woche Donnerstag mehr. Dementsprechend hat dann Hagen auch immer andere Klamotten. Zur Farbe des Lichtes wird er sich spontan umziehen. Das wird ein ganz besonderer Effekt werden. Das sind hier leere Versprechen. Ja. Okay, also Moritz, tausend Dank. Wir sagen jetzt erstmal Tschüss zum Stream. Tschüss. Bleibt gesund, sage ich noch nie. Also haltet die Ohren steif und was ihr auch immer. Wie auch immer. Morgen Abend spielen wir Raft, das erste Mal. Ich habe schon kläglich versagt bei der Übung, dieses Spiel irgendwie ins Land zu bringen. Und großer Quizabend am Samstag. Heuiuiuiui. Ich glaube, Thomas schwitzt jetzt schon bei dem, was er sich ausgedacht hat. Also wir sind da. Jeden Tag. Tschüssi. Bis morgen. Tschüssi. So.